Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Es gibt ja momentan ein großes Thema, das die große Heilung bringen soll in der Energiewende, in der Verkehrswende. Nachdem wir alle festgestellt haben, dass das mit der batterieelektrischen Mobilität vielleicht doch nicht ganz so werden könnte wie angekündigt, wurde ein neues Thema aufgemacht. Und das war die Mobilität mit Wasserstoff. Die AfD, technologieoffen wie wir sind, hat sich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben dazu einige Experten in einem Symposium zusammengefasst, haben ein Video erstellt und das möchte ich heute ankündigen. Hier direkt nach diesem Kommentar können Sie sich dieses Video anschauen. Wir haben dadurch hoffentlich eine Transparenz erzeugt. Wir wollen informieren, dass Sie auch die wesentlichen Fragen zum Thema, was ist dran an der Wasserstoffzukunft, die haben wir dort beantwortet. Und ich kann Ihnen so viel vorweg sagen, so richtig neu sind die meisten Erkenntnisse nicht. Sehr vieles hat damit zu tun, dass die Energiewende weit vor dem Thema Wasserstoff eingesetzt wurde, diskutiert wurde und das Thema Wasserstoff erst später dazu kam. Aber aktuell hat die Bundesregierung ungefähr 7 Milliarden Fördermittel für dieses Thema versprochen. Und deshalb ist es das auch wert, sich das anzugucken. Und ich kann nur so viel vorweg sagen, ein großer Teil der Probleme des Wasserstoffs fängt damit an, dass Wasserstoff ab ungefähr minus 252 Grad gasförmig ist. Schauen Sie es an. Ich freue mich unter Rückmeldung unter diesem Video. Vielen Dank. Ja, grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Damit starten wir formal mit unserem ersten Symposium im WebEx-Format hier von der AfD-Fraktion in Berlin. Bundestagsfraktion muss man ja sagen, es gibt ja noch eine andere Fraktion. Da freue ich mich auch, dass Teilnehmer der anderen Fraktion auch hier eingeloggt sind. Grüß Gott nochmal. Und wir sind hybrid unterwegs, wir sind teilweise hier auch in diesem Besprechungsraum. Wir haben heute das Thema Wasserstoff. Wasserstoff ist ein eine große Unbekannte momentan. Wir haben momentan eine Diskussion über die Verkehrswende und die Energiewende. Was wir hier immer mehr erleben, ist eine zunehmend abzeichnende Realität der Verkehrswende in Richtung Elektromobilität. Und die Realität sieht dann doch so aus, dass vieles, was man eigentlich so erwartet hat, nicht möglich ist. Und dass diese Realität die Versprechungen eigentlich überholt. Und aus diesem Grund heraus wird zumindest seit man sehen kann, dass hier die Versprechungen so alle nicht eintreten, seit diesem Zeitpunkt ist eigentlich eine neue Zukunftsversprechen im Hintergrund. Und dieses neue Zukunftsversprechen ist die Energiewende per Wasserstoff. Und genau das wollen wir hier heute beleuchten. Wir haben das Zukunftsversprechen, dass wir durch nicht fossile Energieträger uns zukünftig hier CO2-neutral, CO2-frei bewegen können. Ich habe es gerade angedeutet, die Elektromobilitätswende, Verkehrswende ist in vollem Gange. Wir erleben Stellenstreichungen bei den Automobilherstellern. Wir erleben Chaosberichte von Elektroautobesitzern, wie sie in Europa stranden, analog in 80 Tagen um die Welt. Also das, was man bis heute noch mit einem Dieselmotor und Familie problemlos machen kann. Von Hamburg nach Verona fahren, am besten in einem Stück. Das wird mit einem Elektroauto zu einer abenteuerlichen Tour, über die man dann auch Reiseberichte schreiben kann. Und diese Realität, die auf einmal in die Öffentlichkeit tritt, die führt eben das Elektroauto und die kurzfristig versprochene Umstellung in Richtung Elektromobilität ad absurdum. Und ich habe neulich den Verkehrsminister und auch vorher auch schon den Wirtschaftsminister im Plenum gefragt, wie Sie denn die Situation bewerten. Und da war die klare Aussage, die Zukunft wird zeigen, wohin wir gehen. Und wir werden höchstwahrscheinlich eine hybride Situation erleben in Richtung einer Wasserstoffwirtschaft. Und das ist auch das Allheilsversprechen, was hier momentan immer wieder proklamiert wird. Und wenn wir diskutieren darüber und feststellen, dass Elektrobusse nicht funktionieren bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, und das erleben wir, dann hören wir immer, das ist nur eine Übergangstechnik oder nur eine kurzfristige Problematik. Mittelfristig werden wir umstellen auf Wasserstoffbusse. Und mit Wasserstoff werden sich alle unsere Probleme lösen, sage nicht ich,
sondern sagt die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat dazu auch eine Wasserstoffstrategie entwickelt und will den Wasserstoff in Deutschland mit regenerativer Energie erzeugen. Wohlgemerkt mit überschüssiger regenerativer Energie. Und all diese Fragen zeigen doch eigentlich, dass die Bundesregierung, wenn ihre Heilsversprechen eintreten, den Stein der Weisen gefunden hat und alle Probleme, die unsere Gesellschaft hat, lösen kann. Und wir als technologieoffene Partei können uns der Zukunft und wollen uns der Zukunft auch nicht verschließen, aber wir wollen doch einen kritischen Blick darauf werfen. Und aus diesem Grunde haben wir heute hier einige Experten zu den wichtigen Fragen rund um das Thema Wasserstoffwirtschaft. Und dieses Symposium soll auch dazu dienen, dass die Kommunalpolitiker und vielleicht auch die Politiker, die hier interessiert dabei sind in dieser Runde, Argumentationen haben, wenn sie in ihren Fraktionen zu dem Thema Wasserstoff, Umstellung auf Wasserstoffwirtschaft befragt werden, dass sie eben nicht nur eine Programmposition kennen, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, hier über das Nachsehen dieses Symposiums, der Fragen, die gestellt werden, aber auch über die Präsentationen, dass sie die Möglichkeit haben, hier auf Wissen zuzugreifen, das wir jetzt mal hier in konzentrierter Form zur Verfügung stellen. Wie gesagt, wir haben uns berufen auf den Stand der Technik heute und auf die Prognosen, die uns vorliegen. Und ich darf so viel verraten, ich habe mir die Präsentation im Vorfeld angeguckt. Es dürfte eine sehr kritische Sicht auf die aktuellen Heilsversprechen der tatsächlichen oder die tatsächliche Situationsschilderung dürfte ein sehr kritischer Blick auf die Heilsversprechen der Bundesregierung sein. Aber genau das ist unsere Aufgabe. Wir wollen aufklären, wir wollen Ihnen Argumentationen an die Hand geben, wie Sie zukünftig damit umgehen, wenn das Windrad um die Ecke bei Ihnen im Kommunalparlament oder im Landesparlament angeschlossen werden soll an eine Elektrolysestation und aus dieser Elektrolyse dann der Wasserstoff für die örtlichen Verkehrsbetriebe erreicht werden soll und dafür wieder mal ein paar Millionen investiert werden sollen. Und dann sollen Sie wissen können, ob das sinnvoll ist oder warum das gegebenenfalls nicht sinnvoll ist. So, Rainer, jetzt würde ich dir das Wort erteilen. Genau. Ich nochmal kurz, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich spreche sehr gerne dazu. Ich bin auch schon seit einigen Monaten unterwegs, seitdem die Bundesregierung ihre erste Wasserstoffstrategie vorgestellt hat. Ich hoffe auch, dass die Präsentation dann gleich erscheint, dass ich daran erzählen kann. Es ist ja, oder es verhält sich ja so, dass die Bundesregierung fälschlicherweise behauptet, Wasserstoff wäre schon immer ein integraler Bestandteil der Energiewende gewesen, also ein Bauelement innerhalb dieses Konstruktes, auf das man immer schon hätte zurückgreifen wollen. Das stimmt natürlich nicht, ausgezeichnet. Denn Wasserstoff ist ganz neu. Vor 20 Jahren, als die Energiewende eingeführt wurde, wunderbar, das ist die Überschrift, wir können gleich das nächste Bild machen, da hat niemand von Wasserstoff gesprochen. Da hat Jürgen Trittin mit seiner berühmten Kugel Eis die Leute hinter die Fichte geführt, mit dem Versprechen, dass eigentlich alles so bleibt wie immer, nur dass der Strom statt aus den Kraftwerken von den Windradeln oder von den Sonnenkollektoren kommt. Und wenn wir hier schauen, wir können nämlich die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung anschauen. Es gibt die Energiewende seit dem Jahr 2000 ungefähr. Zum ersten Mal wird Wasserstoff im Jahr 2006 erwähnt. Er ist damals nicht gefördert. Rechts unten kann man den Innovationsbericht des BMWi, des Bundeswirtschaftsministeriums, sehen. Es gab eine kleine Wasserstoffförderung in den 90er Jahren, aber dann Anfang der 2000er Jahre, als man die Energiewende beschlossen hat, gab es keine Förderung für Wasserstoff. Das heißt, dass die Wasserstoffstrategie uns erzählen wird, dass man schon immer an den Wasserstoff als Teil der Energiewende geglaubt hat, das ist eine Falschaussage. Und jetzt ist man ganz hektisch. Man hat nämlich bemerkt, dass es mit Batterien und Akkumulatoren nicht funktioniert, ihre Energiewende auf solide Beine zu stellen. Und jetzt gibt man innerhalb von 3 Jahren, von 2020 bis 2023, 7 Milliarden Euro Fördergelder aus für den Wasserstoff. Mit den 7 Milliarden sollen dann irgendwelche Zauberprojekte realisiert werden, die der Bundesregierung hier zu Hilfe kommen, um ihr Projekt noch zu retten. Aber der Wasserstoff war niemals gedacht, dass er es richten soll. Das ist eine moderne Erzählung. Und man kommt hier auf den Wasserstoff zurück, weil eben Akkumulatoren und Batterien es nicht bringen. Gut, das so viel zur Historie. Dann Historie, nicht hysterisch sind Sie auch, aber die nächste Folie bitte. Genau, kommen wir zum ersten Problem. Das sind die Kosten der Erzeugung. Ich komme ja aus dem Industrie- und Anlagenbau und wenn man dort eine Wasserstoffanlage aufstellt, dann wird das mit dem sogenannten Steam Reforming gemacht. Das heißt, es wird Erdgas
erhitzt und der Luftabschluss, bis dann eben sich Wasserstoff abspaltet. Und solche großtechnischen Anlagen kann man eben herstellen zurzeit mit Herstellungskosten für den Normkubikmeter Wasserstoff von ungefähr 10 US-Cent pro Normkubikmeter. Das skaliert auch sehr gut, das heißt, je größer die Anlage ist, desto mehr kommen die Produktionskosten herunter. Der Weg der Elektrolyse, wie er uns ja vorgeschlagen wird, also das Aneinanderreihen von vielen, vielen kleinen Elektrolyseuren, die dann eine Großanlage bilden, hat entsprechend höhere Produktionskosten. Das heißt, wir bewegen uns da beim Dreifachen, ungefähr bei 30 US-Cent pro Normkubikmeter Wasserstoff, und es skaliert auch sehr schlecht in die Größe hinein. Das heißt, wenn die Anlagen größer werden, dann werden einfach nur mehrere von den kleinen Anlagen in Reihe geschaltet, aber die Skaleneffekte, die eine Großanlage rentabler und wirtschaftlicher machen, die existieren bei Elektrolyseuren in der Regel nicht so, wie es bei einer großen Steam Reforming Anlage der Fall ist. Ein Mittelweg wäre dann natürlich, Wasserstoff von Methanol abzuspalten. Das ist in der Größenordnung etwas schlechter wie Wasserstoff aus Erdgas, aber immer noch sehr viel besser als die Elektrolyseure. Dann die nächste Folie bitte nach den Kosten. Das Problem, das Hauptproblem, und ich will da nur kurz darauf eingehen, weil ich gehört habe, dass noch ein anderer Referent dazu heute was erzählen wird, das ist die geringe Energiedichte, die Wasserstoff hat, sowohl im flüssigen wie auch im gasförmigen Zustand. Wenn es gasförmig ist und auch wenn es komprimiert ist, dann hat Wasserstoff ungefähr nur ein Drittel der Energiedichte von Erdgas. Also die Werte sind 12 Megajoule pro Normkubikmeter verglichen mit Erdgas, das 46 hat. Wenn ich jetzt das transportieren möchte, zum Beispiel durch eine Pipeline oder so, dann folgt daraus, dass wenn ich die gleiche Energie mit Wasserstoff transportieren möchte wie mit Erdgas, dann brauche ich dreimal so viele Pipelines. Oder ich muss den Durchmesser entsprechend aufbohren, dass ich und mit den entsprechenden Kosten, die damit verbunden sind, dass ich entsprechend größere Rohre lege. Aber wir haben in Deutschland über 500.000 Kilometer Erdgasleitungen und die werden nicht mal eben so ersetzt. Auch muss man erwähnen, dass Erdgasleitungen in der Regel aus Schwarzstahl gefertigt sind, aber Wasserstoff aufgrund der Wasserstoffversprödung Edelstahlrohre für den Transport benötigt. Also man kann Erdgasrohre nicht einfach eins zu eins zu Wasserstoffrohren umfunktionieren. Im Flüssigen, wenn ich Wasserstoff sehr, sehr kalt mache, bei minus 253 Grad Celsius, dann wird der flüssig, sogenannter kryogenischer Wasserstoff. Aber auch hier habe ich das große Problem der Energiedichte. Wenn ich ihn dann so verflüssigt habe, habe ich pro Liter einen Brennwert von 2,36 Kilowattstunden pro Liter Flüssigwasserstoff. Vergleiche ich das mit den anderen flüssigen Brennstoffen, die ich habe, dann liegt man ungefähr mit Flüssig-Erdgas auf einer Stufe. Aber man ist natürlich bis zum Faktor von ungefähr 1 zu 4 schlechter als die flüssigen Kohlenwasserstoffe, wie sie Benzin und Diesel darstellen. Das heißt, auch im flüssigen Wasserstoff habe ich das Problem der extrem geringen Energiedichte, die mehr Wasserstoff hat, und das sind dann die entsprechenden logistischen Probleme. Wenn ich Wasserstoff an einen organischen Träger binde, bin ich von der Energiedichte sogar noch unter dem rein kryogenischen Wasserstoff, also am Wasserstoff in LOHC, in Liquid Organic Hydrogen Carrier, gebunden, hat weniger als 2 Kilowattstunden pro Liter. Und da muss man gar nicht tief graben, da kann man einfach schon bei Wikipedia gucken. Dann die nächste Folie mit den nächsten Problemen, die auftauchen. Die Verfügbarkeit von Strom zur Erzeugung, Dirk Spahn hat es angesprochen, es soll immer aus sogenannten Überschussstrom kommen, wobei die Frage ist, was das sein soll. Wir haben uns aber jetzt hier in 2020 mal die Stromerzeugung von Sonne und Wind über das gesamte Jahr 2020 angeschaut und wir stellen fest, der höchste Wert, der erreicht wird, punktuell an wenigen Tagen, sind knappe 80%. Also das sind die besten Tage im Sommer mit viel Wind, bei denen Wind und Solar die 80% reißen. Aber es gab im vergangenen Jahr keinen einzigen Tag, an dem Sonne und Wind sogenannten Überschussstrom produziert hätten. Das heißt, dieser existiert de facto gar nicht. Und selbst wenn er existieren würde, wenn an einigen Tagen mehr als 100% produziert werden würden, müsste dieser Strom dann wahrscheinlich erstmal die Lücken füllen, die, wie man sieht, hier wochenlang sehr häufig auftauchen, wenn eben nicht der Wind stark weht und wenn die Sonne eben im Winter nicht scheint. Für 2030 schätzen sowohl das Bundesumweltministerium als auch das Bundeswirtschaftsministerium mit geschätzten 110 Terawattstunden an sogenannte Überschussenergie, aus denen man Wasserstoff erzeugen könnte. Das ist die Abschätzung dieser beiden Ministerien. Die sind auch Konkurrent, das heißt, die haben sich da abgesprochen. Wir haben aber heutzutage einen Primärenergieverbrauch in Deutschland von ungefähr 3600 Terawattstunden. Das heißt, diese Planung kann nur ein Bruchteil der Energie in Deutschland ersetzen. Und das natürlich mit einem geplanten massiven Zubau von Windrädern und von Photovoltaikanlagen.
Der übrige Strom, die übrige Energie soll dann von anderen Anbietern aus dem Ausland importiert werden. Und da schaut man auf den globalen Süden, auf Afrika, Nordafrika und auch vielleicht auf den Mittleren und Nahen Osten, der dann den Wasserstoff erzeugen soll, den wir uns dann importieren. Aber das ist eine extreme Größenordnung und Strom- und Energieerzeugung existiert in diesen Ländern de facto gar nicht. Die Infrastruktur existiert dort nicht. Es existiert auch nicht die Basis des Fundamentes der wissenschaftlichen Ausbildung der Arbeitskräfte vor Ort, dass so eine Technologie, so eine Industrie dort getragen werden könnte. Nächste Folie bitte. Genau, die Logistik, ich will mich kurz halten. Ich sagte schon, wir haben ein riesiges Erdgasverteilungsnetz von über 500.000 Kilometern. Das kann man nicht einfach verwenden. Die Energiedichte bei Gas und Flüssigkeiten ist schlecht. Sie ist geringer als die Energieträger, die wir jetzt haben. Wenn ich in Kryogen transportiere, leide ich noch unter der Abdampfrate. Das heißt, es gibt immer Verluste, dass mir Wasserstoff abdampft, weil eben ich diese kryogenischen Wasserstoff nicht perfekt kühlen kann. Dieser Lagerung an den Tankstellen ist ebenfalls problematisch. Wird es dort unter Druck gehalten oder wird es dort kryogenisch gelagert mit den entsprechenden Abdampfungen? Das heißt, wenn die Tankstelle mal wenig Betrieb hat, verliert der Pächter der Tankstelle trotzdem seinen Kraftstoff. Das ist ja nicht wirklich praktikabel und auch volkswirtschaftlicher Unsinn. Das wird ja kein Tankwart wirklich mitmachen. Und ich habe eben auch hohe Energieverluste, die ich sowohl bei der Verflüssigung als auch bei der Komprimierung des Wasserstoffs hätte. Wir reden da auch von Größenordnung von 20-25% der Energie, die ich aufbringen muss, nur um den Wasserstoff in flüssige Form zu bringen oder unter Hochdruck zu komprimieren. Dann nächste Folie gleich bitte. Wasserstoff ist natürlich immer ein Problem der Sicherheit. Das ist immer besonders amüsant, nein, amüsant kann man fast nicht sagen, es ist fast schon makaber, mit welcher Schutzbär eigentlich Politiker hergehen und sagen, uns erzählen wollen, dass Wasserstoff die Zukunft im Luftverkehr ist. Als ob man aus Lakehurst und 1937 nichts gelernt hat, dass Wasserstoff an Bord von fliegenden Verkehrsmitteln nicht gut aufgehoben ist. Auch gelagert werden kann Wasserstoff eben aus Gründen der Materialversprödung nur in Edelstahlbehältern. Die leichten Kunststoffvarianten sind nicht praktikabel. Wasserstoff diffundiert sehr leicht durch diese Materialien hindurch, weil er so klein ist, der Wasserstoff, dass er durch diese Materialien einfach durchdringen kann. Wenn er sich dann jenseits der Materialwand ansammeln kann und mit Luftsauerstoff kann er dort zündfähige Gemische bilden, in einem sehr großen Bereich der Mischungsgrenzen von 4-75% Wasserstoff. Und solche Knallgasexplosionen sind eben extrem energieintensiv, vehement und mit großer Zerstörungskraft gesegnet. Das heißt, mit Wasserstoff zu hantieren, ist immer ein Hochsicherheitsrisiko. Das hat hohe Auflagen an die Sicherheit und deswegen kann man nicht empfehlen, Wasserstoff komplett in der Breite der Bevölkerung an Tankstellen, vielleicht sogar bei Privathaushalten auszurollen, denn es sind dort Unfälle, Katastrophen mit tödlichem Ausgang vorprogrammiert, dass das passieren wird. Dazu kommt auch, dass jegliche Form von Dichtungen an Wasserstoff, der eben sehr klein ist, sehr problematisch sind, zu hohen Leckageraten führen. Es muss alles durchgeschweißt werden. Im Prinzip, diese Schweißnähte müssten alle mit Röntgen oder mit zerstörungsfreien Prüfungen kontrolliert werden, dass sie alle ordnungsgemäß ausgeführt worden sind und dass dort keine Leckagen zum Beispiel im privaten Heizungsraum vorkommen. Und auch die Bevorratung vor Ort, eben an Tankstellen, ist sehr problematisch mit den Risiken. Nächste Folie bitte. Das Hauptproblem aber ist die fehlende Erzeugung im globalen Maßstab. Wenn wir uns das mal grafisch darstellen, dann sehen wir unten jetzt diesen kleinen blauen Balken. Das sind jetzt die 110 Terawattstunden an Energie, von denen uns die Ministerien, das Bundesumweltministerium, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gesagt haben, dass wir in 2030 damit rechnen könnten, mit diesen 110 Terawattstunden eigenmächtig Wasserstoff innerhalb der Grenzen Deutschlands zu produzieren. Und auf der nächsten Folie kommt jetzt gleich der Import. Das sind jetzt zusammen die 3600 Terawattstunden der heutige Primärenergieverbrauch der Republik. Das heißt, den orangenen Balken, das ist das, was ich aus dem Ausland importieren müsste. Hafenkante Hamburg. Eigentlich müsste man natürlich noch mehr importieren, weil ich auch die Verluste, die ich im Inland bei der Logistik, beim Verteilen von Wasserstoff, bei der Lagerung von Wasserstoff, die ich da alles erleiden müsste, das müsste ich natürlich alles extra importieren. Aber ich habe es jetzt der Einfachheit halber mal weggelassen. Das heißt, dieser rote-orange Balken ist jetzt Hafenkante Hamburg, was in Hamburg abgeladen wird. Und jetzt kommen wir gleich zu den Transportverlusten. Das wäre die nächste Folie, bitte. Das ist die 10% Abdampfrate. Das verliere ich unterwegs aus kryogenischem Wasserstoff unterwegs im Transport. Ich
bin ich schon bei knappen 4000 Terawattstunden, die ich irgendwo auf der Welt erzeugen muss und in Wasserstoff wandeln muss. Jetzt kommt die Verflüssigung. Nächste Folie bitte. Circa 20% Energie, die ich benötige, die ich auch natürlich grün erzeugen muss, vor Ort irgendwo, um den gewonnenen Wasserstoff zu verflüssigen, um ihn dann auf Tankschiffe zu packen, die noch gar nicht existieren. Und jetzt muss ich natürlich den gesamten Strombedarf irgendwo im Ausland eruieren, den ich brauche, um den Wasserstoff per Elektrolyse zu erzeugen und auch die Verluste, die während der Elektrolyse anfallen, darzustellen. Das ist dann die nächste Folie. Und jetzt bin ich ungefähr bei 6.500 Terawattstunden an Strom, die grünem Strom, am sogenannten erneuerbaren Strom, den ich brauche, irgendwo auf irgendwelchen Ländern, um daraus per Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen, den ich dann kryogenisch kühlen muss, bis er flüssig ist, den ich dann auf Tankschiffe packe, wo vieles abdampft, um ihn dann an Hafenkante Hamburg irgendwann den Deutschen zu übergeben. Das heißt, wir haben es fast schon verdoppelt, dieses Problem der Energieerzeugung, dass ich auf der Welt irgendwo diesen Strom herbekommen muss. Von den anderen Problemen, dass ich überhaupt genug Wasser habe, dass ich Elektrolyte spalten kann und dass ich zum Teil auch auf sehr, sehr trockene Länder zugreifen möchte, so wie es die Bundesregierung immer ausdrückt, in denen ich diese Elektrolyse stattfinden lassen möchte, gehen wir hier noch gar nicht ein. Aber jetzt schauen wir uns mal an einem Beispiel an, wie die Realität heute in einem Teil dieser Länder ausschaut. Das ist die nächste Folie bitte. Wir schauen mal auf Tunesien, Algerien und Marokko. Das sind die Stromerzeugungsraten heute in Tunesien, Algerien und Marokko in Terawattstunden. Blau ist Tunesien, Algerien ist orange und Marokko ist grau. Oh, Marokko muss es heißen, schon ein Druckfehler. Und wer jetzt aufgepasst hat, der hat wahrscheinlich gemerkt, dass die Skalierung am linken Rand, die Y-Achse, nicht die gleiche ist. Und auf der nächsten Folie sehen wir das Ganze jetzt mal ins Verhältnis gesetzt. Das ist die gleiche Skalierung der Stromerzeugung, wie wir sie in Nordafrika, in Tunesien, Algerien und Marokko haben. Und links ist der Bedarf, den nicht Europa und nicht die EU, sondern den ausschließlich schon Deutschland, Hafenkante Hamburg, an Primärenergie aus den Ländern des Südens, wie es uns die Bundesregierung erzählt, hätte. Das heißt, wir reden davon, dass wir Länder, die energieinfrastrukturmäßig in keinster Weise aufgebaut sind, dass wir mit diese Länder irgendwie dazu bringen müssten, für uns gigantische Mengen Energie zu erzeugen und sie dann nach Europa zu exportieren. Das ist, wenn man sich diesen Balken anschaut, meines Erachtens kompletter Wahnsinn. Seit 40, 50, 60 Jahren wird Entwicklungshilfe in Afrika betrieben. Es hat Billionen von Euro und Dollar gekostet und herausgekommen ist Energieinfrastruktur, wie wir sie auf der rechten Seite sehen. Es ist also ein Projekt, das an der Grenze des Wahnsinns rangiert und es hat keinerlei Basis und Fundament irgendwo in der Realität. Damit bin ich auch schon am Ende. Letzte Folie noch, das Fazit. Wasserstoff ist natürlich als Treibstoff möglich, aber er ist teuer, er ist schwer zu transportieren, er ist gefährlich und er ist in dieser Menge nicht verfügbar und auch für absehbare Zeit wird er nicht zur Verfügung stehen können. Er ist für spezielle Einzelanwendungen anwendbar, aber in der volkswirtschaftlichen Größenordnung zur Unterhaltung eines Industriestandortes, der dann auch noch global wettbewerbsfähig sein soll, ist er einfach nicht geeignet. Die Versorgung und die Logistik basieren derzeit nur auf Wunschträumen. Und das Beispiel möchte ich die Suzhou Frontier bringen. Ein Wasserstofffrachter, der von Kawasaki in Japan gebaut worden ist und der für seinen Trip von Australien nach Japan und zurück genauso viel Energie verbraucht in Dieselform, wie er in seinem kryogenischen Wasserstofftank überhaupt transportiert. Also ein Nullsummenschiff, um es mal so darzustellen, denn es hat keine Nettoenergietransport. Und damit bin ich am Ende schon angelangt des Vortrags. Ich möchte mich nochmal bedanken. Und ich hoffe, dass es vielleicht im Anschluss noch eine interessante Diskussion gibt. Und dann gebe ich zurück an den Dirk Spaniel und Dankeschön. Ja, ich gehe mal ganz kurz. Vielen Dank, Rainer. Das war ganz toll. Wir haben. Du hörst den Applaus? Okay. Also, wir sind ganz viele Leute in einem ganz, ganz großen Raum. Und wir können leider kein Foto machen. Wir haben das gesagt: Wir haben kein Foto, das diese Weitwinkelfunktion so hat. Ja, ich sitze ein bisschen ungünstig, man sieht hinter mir die Uhr nicht. Das war ganz toll und ganz super getimt von dir, Rainer. Ich bitte den nächsten Redner, der bin ich selber. Ja. Dann halte ich mich natürlich auch an die Zeit. So. Und ich würde Sie bitten, Fragen hinterher aufzuschreiben und die werden wir dann in der Summe in der Diskussion hinterher beantworten. Wasserstoffsymposium, mobile Anwendung von Wasserstoff.
Ein großes Thema, eben ja schon angesprochen, neben der Verteilung ist natürlich immer wieder die direkte Anwendung. So, jetzt muss ich mal unten kurz gucken. So, das ist die direkte Anwendung in mobilen Energieträgern. Da gibt es einerseits den Diesel-Pkw, der in Konkurrenz steht zum Wasserstoffantrieb. Und da werden wir uns auch nochmal mit dem Lkw beschäftigen und einen Kostenvergleich machen. Und ich bin ja von Haus aus Ingenieur und ich muss jetzt mal ein wenig Historie beisteuern. Ich habe 1997 bei einem großen Automobilhersteller in Deutschland über das Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle, eigentlich bei Methanol-Brennstoffzelle, referiert und promoviert. Die Sprachregelung war damals die, Wasserstoff wird niemals funktionieren und deshalb müssen wir Methanol machen. Da gab es eine ganze Schrankwand, die ungefähr das bestätigt hat, was Dr. Rainer Kraft gerade eben uns allen erzählt hat. Und es war meine Arbeit, die Alternative, Methanol-Brennstoffzelle, dann entsprechend in die Realisierung zu überführen. Und in diesem Zusammenhang komme ich jetzt zu einem Zitat, das damals das geflügelte Wort war und das in den letzten 20 Jahren immer wieder in der Automobilindustrie das geflügelte Wort war. Wasserstoff war die Technologie der Zukunft. Wasserstoff ist die Technologie der Zukunft und es wird für immer die Technologie der Zukunft bleiben. Ja. Das ist ein Ingenieurswitz. Da muss nicht jeder drüber lachen. Aber man muss es im Hinterkopf behalten. Also wenn ich im Auto Wasserstoff verwende, gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, den zu verbrennen. Das hat man versucht in einem Verbrennungsmotorprojekt. Da gab es verschiedene Ansätze. Zunächst war das in Deutschland die Mercedes-Benz AG und dann hat hinterher BMW das auch übernommen. Ich darf davon berichten, dass diese Wirkungsgrade von den Motoren so gering waren, dass die effektive Reichweite mit normalen Tankgrößen eben dann auch überschaubar war. Und da kommen wir dann zu dieser Erfindung der Mitte, der Ende der 90er Jahre der mobilen Brennstoffzelle. Man hat also dann den Elektroantrieb verwendet, zunächst ohne Batterien und hat den mit Brennstoffzellen gepuffert und hat daraus dann über die Brennstoffzelle den Strom gewonnen, um den Elektromotor anzutreiben. Da gab es zu Beginn die Theorie, dass das 10.000 Stunden hält, das Aggregat. Leider hat sich dann in der Praxis gezeigt, dass die Brennstoffzelle häufig deutlich an Performance verliert durch Verunreinigung. Und am Anfang, ich darf die Zahl nicht nennen, die Zahl an Kilogramm nicht nennen, die man an Platin gebraucht hat für 50 Kilogramm, 50 Kilowatt Brennstoffzelle, aber Sie können sich denken, es waren mehrere. Man ist heute angeblich runter auf dem Niveau eines Katalysators. Das lassen wir mal so im Raum stehen. Jedes Fahrzeug heute ist ein, weil eben die Kosten der Brennstoffzelle so exorbitant hoch sind, die Herstellkosten, ist jedes Auto heute ein Hybridfahrzeug, weil nämlich die Brennstoffzelle so klein dimensioniert sein muss aus Kostengründen, dass sie nur noch ein mittleres Niveau der Fahrzeugleistung abdeckt. Da reden wir von 30, 40 Kilowatt maximal und die restlichen Differenzleistungen muss eine Batterie erbringen. Das heißt also Dauervollgas wie mit einem Diesel von 180 oder 200 ist mit einem Brennstoffzellenauto per se heute gar nicht möglich. Wasserstoff-Brennstoffzellentanks, wir haben es eben gehört, es gibt mehrere Varianten. Es gibt theoretisch den Kryotank, der hat sich aber in der mobilen Anwendung, zumindest im Pkw, nicht bewährt. Und das sind Kostengründe und Gewichtsgründe. Das heißt, man hat dort sich weitgehend verständigt darauf, im Pkw ein Hochdrucktanksystem zu verwenden. Da reden wir von 700 Bar Druckniveau, diskutiert wurden auch höhere Drücke. Diese 700 Bar Druckniveau sorgen in einem ungefähr 100 Liter Volumentank für eine Reichweite von Größenordnung 400 Kilometer. Der Wasserstoff wiegt nicht viel, aber der Tank, den ich dafür brauche und die entsprechende Tankanlage wiegt dann doch eine Menge und zwar auch mehr als der entsprechende Kraftstofftank, der heute in der Regel 60 Liter groß ist und deshalb da haben wir allein durch den Tank ein Gewicht
ungefähr von über 120 Kilogramm. Wir haben darüber hinaus, das sind jetzt also Daten, die wir hier bei verschiedenen Herstellern so abgefragt haben, das sind keine spezifischen Daten eines bestimmten Herstellers. Darüber hinaus wiegt das Brennstoffzellensystem natürlich deutlich mehr als der entsprechende Verbrennungsmotor und kommt in die Größenordnung von Elektrofahrzeugen. Wir haben also tatsächlich ein schwereres Auto. Und jetzt gehen wir mal in dieses häufige Thema. Wir hatten gestern Abend, hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Aufsichtsrat eines Kommunalbetriebes. Der hat mir tatsächlich erzählt, dass die verbrennungsmotorische Busfertigung in Europa mittelfristig ausläuft und man umsetzen will auf Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrobusse. Dann wird eben tatsächlich in den ganzen Kommunalparlamenten und natürlich auch da, wo Bund und Land die Verkehrsmittel bestellen, umgestellt werden müssen. Und hier haben wir mal eine Kostenskalierung eines Brennstoffzellenbusses im Anschaffungspreis dargestellt. Wir sehen, dass Realbusse heute in der Größenordnung von 1 Million Euro liegen. Und ein typischer Dieselbus, das sind natürlich alles die Listenpreise. Das sind nicht die tatsächlich verkauften Preise. Wenn Sie 200 Busse kaufen, dann zahlen Sie sicherlich nicht wie da beim Dieselbus 250.000 Euro, sondern dann zahlen Sie einen anderen Preis. Das kann ich Ihnen versichern. Es ist aber so, dass allein dieser Listenpreis für den Dieselbus in Relation zu dem heutigen Preis für den Brennstoffzellenbus, und da gibt es, wie gesagt, verschiedene Anbieter, deutliche Unterschiede hat. Und wir liegen heute, wenn man das realistisch nimmt, in der Größenordnung 625.000 Euro. Jetzt gibt es Leute, die sagen, durch Skaleneffekte, wenn ich mehr von diesen Bussen anbiete, wird das weiter absinken. Und es wird erwartet, dass man bis 2025, das sagt zumindest eine Studie, dass man bis 2025 perspektivisch bis 2030 auf die Größenordnung 400.000 Euro kommt. Damit würde man theoretisch billiger sein als der Elektrobus. Da sage ich jetzt mal zu, das sind Studien. Tatsächlich ist auch dieser Brennstoffzellenbus ein Elektrobus zu einem großen Teil. Das heißt also, das ist jetzt eine doch sehr optimistische Annahme. Immer wichtig an der Stelle ist auch diese Balkenbreite hinterher zu sehen. Und ich habe mir angewöhnt, dieser Balken, der geht hoch bis knapp 600.000 Euro für den Brennstoffzellenbus. Das ist nicht vollkommen ausgeschlossen. Wir werden auf jeden Fall, und das ist das, was man hier nochmal klar sagen muss, wir werden auf jeden Fall, egal ob das jetzt 400.000 Euro 2025 sind oder ob das dann doch etwas mehr ist, wir werden sehr viel teurere Busse haben für den öffentlichen Personennahverkehr als Verkehrsmittel, als sie heute tatsächlich in der Beschaffung anstehen. Das heißt im Klartext, die Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr werden drastisch ansteigen. Drastisch ansteigen. Und das kommt noch on top, kommt noch die komplizierten Wartungsverträge, die man eben abschließt. Das ist in dieser Darstellung nicht drin. Natürlich sind die Wartungsverträge für diese ganzen Verkehrsmittel von Experten dann auszuführen, die Wartung des Tanksystems. Und das wird natürlich entsprechend teuer werden. Mal kurz gucken, ich bin schon fast am Ende. Ich komme nochmal auf das Thema Kostenvergleich Diesel und Wasserstoff im Pkw-Bereich. Da sehen wir ein ähnliches Bild. Ja, wir können heute ein Wasserstoffauto kaufen, Brennstoffzellenauto kaufen. Von Toyota wird eins angeboten. Das liegt in der Größenordnung 60.000 bis 70.000 Euro Verkaufspreis. Das entspricht also einem Mittelklasse-Fahrzeug mit entsprechender Dieselmotorisierung. Dafür kriegt man ungefähr einen 300 PS Dieselmotor und man kriegt im Vergleich dazu einen Toyota Corolla mit Brennstoffzelle. Den Toyota Corolla als Direktvergleich, wer das Auto gut findet, muss natürlich auch dann sehen, was die Antriebsanlage im entsprechenden Aufpreis kostet. Da sind bei einem Aufpreis, also Preisfaktor ähnlich wie bei den Dieselbussen, Faktor 2. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht den Toyota Corolla schlecht reden, ganz im Gegenteil. Ich will hier nur darauf verweisen, dass die Brennstoffzellentechnologie dieses Auto in eine Preisregion schiebt,
in der heute obere Mittelklasse-Fahrzeuge sind, die nicht jedem Kunden zur Verfügung stehen. Im Klartext, das Brennstoffzellenauto wird die Mobilität, der Individualmobilität drastisch verteuern für den Endkunden. Da gibt es die Leute, die sagen, das kompensiere ich durch billigen Wasserstoff. Wir hatten das eben schon mal. Ich will dazu mal ganz klar die Kosten pro 100 Kilometer einfach darstellen. Wir haben heute die Dieselkosten pro 100 Kilometer mit entsprechenden Abgaben. Die liegen, also Abgaben, das heißt Steuern, Ökosteuer und so weiter. Wir sind da optimistisch gewesen bei 1,20 Euro. Das ist heute auch schon wieder ein bisschen mehr. Das heißt, wir liegen bei Kosten pro 100 Kilometer beim Diesel zwischen 7 und 8 Euro. Wir liegen beim Wasserstoff bei Kosten heute, wenn die 1 Kilogramm pro Wasserstoff realisiert werden, was ja auch eine optimistische Annahme ist, liegen wir heute bei Kosten von Wasserstoff, der wohlgemerkt nicht mit grünem Wasserstoff hergestellt wird, bei 9,50 Euro. Das heißt, diesen Cost-Breakdown, dass der höhere Anschaffungspreis sich mit Wasserstoff relativiert, den kann man so nicht erkennen. Das bestätigt auch die Kosten für die Kosten, die wir hier haben. Ah, sehr schön, da sehe ich es auch. Die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Da gibt es eine mittlere Prognose, dass selbst in 2050 die Kosten, die Produktionskosten für die Kilowattstunde Wasserstoff mit grünem Wasserstoff eben ungefähr bei 15 Cent liegen. Das ist in der Endkostenversion, entspricht das dann ungefähr dem, was heute auch realisiert wird. Und die sehr optimistische Darstellung der Greenpeace Energy EG, dass der grüne Wasserstoff billiger sein wird als der heutige graue Wasserstoff, also der mit Steam Reforming aus fossilen Kraftstoffen hergestellte Wasserstoff, das darf doch sehr bezweifelt werden. Das heißt, wir kommen schon dann zum Fazit. Ich bin jetzt erstmal bei dem technischen Fazit. Das System Wasserstoffauto mit Brennstoffzelle, Batterie und Antrieb hat zwar einen höheren Wirkungsgrad, wir gehen da von ungefähr 50% aus. Der synthetische Verbrennungsmotor, der im Prinzip dem klassischen Verbrennungsmotor entspricht, hat einen geringeren Wirkungsgrad von etwa 35%. Wenn wir die Systemgrenzen, wir haben es eben gehabt, für Kompression an der Zapfsäule aber betrachtet und sogar vielleicht das ganze System well-to-wheel betrachtet, dann sind wir bei Wirkungsgraden für das Brennstoffzellenauto in der Größenordnung von 30%. Das heißt, für den Endkunden ist momentan nicht erkennbar, dass die höhere Effizienz sich in niedrigeren Betriebskosten ausdrückt. Und im Endeffekt wird diese ganze Umstellung der Wasserstoffwirtschaft im Automobilsektor, sowohl im ÖPNV als auch im Privat-Individualverkehr, dazu führen, dass die Unterhaltskosten wahrscheinlich deutlich ansteigen und dass die Anschaffungskosten und damit der Zugang zu diesen Verkehrsmitteln nochmals deutlich höher ist, als er heute ist. Im Klartext, Mobilität sowohl für den Individualkunden als auch für den ÖPNV wird mit der Umstellung in die Wasserstoffwirtschaft drastisch teurer. Vielen Dank. Wunderbar. Mein Name ist Udo Kühn. Ich bin Diplom-Ingenieur für Verkehrswesen in der Spezialisierungsrichtung Luft- und Raumfahrt und stolzer Referent im Arbeitskreis für Verkehr und digitale Infrastruktur der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Bitte das rote Mikro ich aus. Habe die Aufgabe übernommen, jetzt zur Zukunft des Wasserstoffs in der Luft- und Raumfahrt und in der Schifffahrt zu reden. Anstelle von anderthalb Stunden, wie ich zuerst ohne Lesebrille gelesen hatte, habe ich noch 15 Minuten. Deswegen müssen wir das jetzt etwas mit Überschallgeschwindigkeit machen, weil wir ansonsten es nicht mal annähernd schaffen, das Thema zu streifen. Deswegen gehe ich jetzt in Medias Res. Wir haben bereits von meinen Vorrednern gehört, dass wir grundlegend den grünen Wasserstoff und den grauen Wasserstoff haben. Dazu von mir nur noch den dezenten Hinweis, dass die Produktion von grauem Wasserstoff natürlich nicht nur Wasserstoff hervorruft, sondern dass gleichzeitig bei einer Tonne produzierten Wasserstoff 10 Tonnen CO2 freigesetzt werden, weswegen der graue Wasserstoff als Ersatzbrennstoff in der Fliegerei natürlich die CO2-Freisetzung nur verschiebt, also sprich der Auspuff ist einfach nur woanders. Wenn wir es jetzt auf den grünen Wasserstoff reduzieren, weil ja die Ökologie und der Green Deal irgendwo im Mittelpunkt der Anstrengungen steht, dann müssen wir mal schauen, wie viel Windräder wir überhaupt brauchen, um ausreichend Wasserstoff zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt es seriöse Studien vom Fraunhofer Institut, die herausgefunden haben, dass wir, um den Energiebedarf Deutschlands zu decken,
die Niederlande komplett in einen Windpark verwandeln müssen. Ich bin sehr dankbar, dass das keiner von der AfD war, der das in den Saal gerufen hat. Man hätte uns das sicherlich weniger verziehen als dem Fraunhofer-Institut. Daran wird aber schon mal sichtbar, dass die Mengen, die hier angeblich benötigt werden, gar nicht bereitstehen. Stellt sich die Frage, warum macht man das trotzdem? Wie mein Vorredner bereits sagte, es stellt die Bundesregierung 7 Milliarden Euro oder wie wir in der Luft- und Raumfahrt tätigen Menschen es auch gerne nennen, 7 Milliarden Euro ist bei uns die Währung von 1 BER, also einmal der Berliner Flughafen, und da sind auch ausreichend Leute dann reich geworden. Zuzüglich noch 2 Milliarden für die Lagerung und den Transport, der ja bei dem fluktuierenden Gaswasserstoff nicht so einfach ist. Und wenn wir wissen, dass solche Fördermengen bereitgestellt werden, dann treffen sich auch regelmäßig die üblichen Verdächtigen, die gut wissen, wie man mit Fördermitteln umgeht. Und da ist zum Beispiel Airbus. Und Airbus hat der Welt verkündet, dass man bis circa 2025 ein Konzept auf den Markt bringen will, mit dem man ganz wunderbar mit Wasserstoff Passagiere hin und her transportieren kann. Der Chef von Airbus, der Herr Fauri, hat dann auch den zukunftsweisenden Nurflügler ins Gespräch gebracht. Und er möchte dann ein Nurflügler-Projekt haben, wo wir Wasserstoff in herkömmliche Triebwerke einspritzen. Für den fliegerischen Laien eine geradezu bahnbrechende Idee. Jetzt schauen wir mal ein Stück weiter. Leute, die sich mit der Fliegerei auskennen, wissen, dass Ende des Zweiten Weltkrieges Horten bereits mit Nurflüglern Transporte und durchgeführt hat. Hier muss man sagen, dass also die Transportflugzeuge in der Zivilfliegerei und die Bomber in der Militärfliegerei von der Tragkraft und von ähnlichen Dingen vergleichbar sind. Das heißt, wenn man also jetzt viele Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges auf die Idee kommt, Nurflügler zu bauen, dann ist das nicht allzu bahnbrechend. Es gibt auch eine kleine Firma, Horten Ableger, die derzeit in Thüringen, allerdings bedauerlicherweise mit chinesischem Geld, die haben von uns nicht so viel abgekriegt, bereits einen Nurflügler betreiben. Also das Projektflugzeug, was da in der Mitte abgebildet ist, das fliegt, und das habe ich selber schon gesehen. So, bleibt natürlich aber jetzt noch, dass natürlich der Nurflügler dann zukünftig mit Wasserstoff fliegen soll. Das klingt ja nach einer ganz bahnbrechenden Geschichte, kommt allerdings 37 Jahre nach dem Jungfernflug eines rein mit Wasserstoff betriebenen Flugzeuges relativ spät. Denn unsere damaligen sowjetischen, später russischen Kollegen haben 1988 in Tschukowski bereits eine TU-154, gerne in der Literatur auch als 155 benannt, am Gromov-Institut für den Flug von Wasserstoff umgerüstet. Die haben dann, sind auf bestimmte Problemchen gestoßen, deswegen sind sie noch 5-mal mit reinem Wasserstoff geflogen, allerdings 95-mal mit Erdgas, und haben festgestellt, mit Erdgas fliegt sich auch nicht schlechter als mit Wasserstoff, wozu also die ganzen Aufspaltungsverfahren und den ganzen Energie- und technischen und finanziellen Aufwand treiben, wenn man auch gleich mit Erdgas fliegen kann. Auf welche Probleme sind sie gestoßen? Ganz einfach, wie meine Vorredner schon gesagt haben, ich muss Wasserstoff runterkühlen, ich muss ihn komprimieren, ansonsten kriege ich ihn in dem Flugzeug nicht unter. Selbst wenn ich auf 253 Grad runterkühle, nimmt immer noch einen großen Teil des Flugzeuges die Wasserstofftanks ein. Sie sehen hier Originalfotos von der Aufstellung, wie man das dort experimentell bewerkstelligt hat. Dabei hat man festgestellt, dass es nicht nur reine graue Theorie ist, dass Wasserstoff fluktuiert. Das heißt, aus diesen Behältern tritt Wasserstoff aus. Wer in Chemie jetzt gut aufgepasst hat, eines meiner schönsten Chemiestunden war, als uns der Chemielehrer diese Knallgasexplosion vorgeführt hat. Deswegen haben selbst die Russen es sehr schwer gehabt, noch Piloten zu finden, die mit einer Mischung, mit einem Gasgemisch, das aus Luft, in der Sauerstoff enthalten ist, und Wasserstoff in der Kabine bereit sind, öfter hin und her zu fliegen als 5-mal. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch konstruktive Problemchen. Also wenn ein Drittel des Flugzeuges schon alleine von den Wasserstofftanks gefüllt ist, weil die einfach 3 bis 4-mal größer sind, das gilt nicht nur für die Rohrleitungen, die 3 bis 4-mal so viel Durchfluss brauchen, sondern das gilt auch für die Tanks. Und dann weiß ich, wenn ich ein Passagierflugzeug baue, ein Drittel ist nur Tank, den Rest nehmen die Kühlaggregate ein, und dann kann ich dann noch halb so viele Passagiere reinsetzen, wie ich das bei einem herkömmlichen Flugzeug brauche, dann klingt das wirtschaftlich nicht nach so einer blendenden Idee. Und wir vergessen bitte eins nicht, eine Tonne grauer Wasserstoff, 10 Tonnen Kohlendioxid, also von der ökologischen Bilanz her macht es keinen Sinn, dann kann ich auch mit dem Erdgas fliegen, das Erdgas muss ich weniger runterkühlen, das muss ich ungefähr noch auf die Hälfte runterkühlen.
So überrascht es also nicht, dass das erste bahnbrechende Flugzeug, das jemals auf der Welt mit Wasserstoff geflogen ist, aus den vorgenannten Gründen, jetzt in Zhukovsky auf einer Wiese steht, sich dort große Beliebtheit erfreut bei den Ortsansässigen und Touristen, aber zum Fliegen finden wir momentan keine Piloten mehr. Die Flugleistungen sind unter Verschluss und die offizielle Verlautbarung der russischen Seite feiert es trotzdem als Erfolg, weil man damit wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. So kann man es auch ausdrücken. Ob wir jetzt für deutsches Steuergeld diese wertvollen Erfahrungen noch einmal wiederholen müssen, das ist natürlich eine relativ gute Frage. Wer fliegt inzwischen wirklich noch mit Wasserstoff? Es gibt von der DLR mit Steuermitteln geförderte Forschungsprojekt, die Pipistrel. Die Pipistrel sehen Sie da oben, die hat für einen Piloten hat die wirklich was, weil die fliegt mit zwei Kabinen. Man kann also bei vier Sitzen, verteilt auf zwei Kabinen, die Frau seiner Träume mit in die eigene Kabine nehmen und die Schwiegermutter fliegt in der parallelen Kabine mit, kann aber nicht reinreden. Das ist aber auch das Einzige, was dieses Flugzeug uns irgendwie bahnbrechend in der Fliegerei in den nächsten Jahren bringen wird. Natürlich fliegt das Ding auch nicht allzu weit und es fliegt auch nicht allzu schnell. Im Vergleich 600 Kilometer, also die fliegt maximal 550 und 600 Kilometer pro Stunde bin ich früher im Landesystem OSB als Anfluggeschwindigkeit zur Landung geflogen. Also von Streckengeschwindigkeit oder irgendwie bahnbrechende Leistungen in der Fliegerei keine Rede. Andere Menschen sind dann auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, dann machen wir das doch wie bei den Autos. Da haben wir auch festgestellt, die Brennstoffzelle und der Wasserstoff reichen nicht für alles. Bauen wir noch einen Akku mit ein. Da wurden sogar 92 Stück von einem solchen Flugzeug verkauft. Da war doch irgendwas bei den Elektroautos. Ach ja, ich erinnere mich, die brennen gut. Das gilt übrigens auch für Flugzeuge. Und auf einer Airbase namens Prescott ist dann der Prototyp komplett abgefackelt. Keiner hat geschafft, den zu löschen. Das Ding ist so im Eimer, dass es hinterher auch keiner mehr haben wollte. Und damit wurde die Produktion und die Weiterentwicklung eingestellt. Aber es gibt ja immer Menschen, die das nochmal selber ausprobieren wollen. Deswegen haben sich dann namhafte Hersteller, wie EasyJet zum Beispiel, mit einem amerikanischen Startup zusammengetan und haben ein Flugzeug entwickelt, wo 9 Passagiere, sage und schreibe 9 Passagiere, 500 Kilometer weit fliegen können. Aufgrund der Rahmenbedingungen brauchen die dann auch 2 Passagiere. Das heißt, ich habe 2 Piloten. Für 4,5 Passagiere habe ich sage und schreibe einen Piloten. Das ist eine Bilanz, die ich mit einem Sportflugzeug auch erreichen kann. So. Dieselben Leute, die übrigens wie Airbus ganz viel Fördermittel wollen, weil sie angeblich mit Wasserstoff alleine fliegen können, investieren aber derzeit in Projekte, wo eine Mischung aus Gasturbinen, wir erinnern uns, die Russen sind damals mit Erdgas geflogen, und Batterien als Kombination zusammengepackt werden. Das ist dann eher noch eine Variante, die ungefähr funktionieren könnte, weil man dann eben zum Beispiel, wenn Städte wie Singapur es mal irgendwann verbieten, im Landeanflug noch irgendwie Sprit zu verbrennen, dass man dann sagt, okay, man fliegt Strecke mit Gasturbine und landet dann so mit Elektro- und Hilfstriebwerk. So, da ich wenig Zeit habe, überspringe ich das jetzt mal, aber Fakt ist, dass es keinen Zweifel gibt, dass Wasserstoff als Treibstoff keine Rolle spielt, solange ökonomische Dinge noch irgendwie eine Rolle spielen. Der soziale Aspekt wurde noch nicht erwähnt. Wir haben über 100.000 Beschäftigte im Flugzeugbau. An die sollten wir auch mal denken, dass wir die nicht komplett von ihren Arbeitsplätzen abschneiden und dass es denen so geht, wie heute schon unseren Jungs im Automobilbau. Im Schiffbau gibt es immer noch 20.000 Beschäftigte und die machen 6 Milliarden Umsatz. Also, ob man das alles riskiert, um so eine Verkehrswende herbeizuführen, ist eine gute Frage. So überrascht es also überhaupt nicht, dass dann der Luft- und Raumfahrttechnische Berichterstatter der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, der Herr Frank Magnitz, dann zu dem Ergebnis kommt, dass das auch bei Airbus keine anderen Ergebnisse erzielen wird, als es bei bisherigen Forschungsergebnissen erzielt hat und dass es deswegen wesentlich sinnvoller und sozial verträglicher wäre, auf synthetisches Kerosin zu setzen. Gleiches sagt dann der Herr Dr. Dirk Spaniel, der dort einfach mal gesagt hat, einziger vernünftiger Ausweg aus dem Dilemma könnten die E-Fuels sein. Jetzt machen wir den Praxistest. Wie sieht es in der Praxis aus? Uni Bremen stellt synthetisches Kerosin her und dort wird auch eine Raffinerie gebaut. Die soll dann allerdings nur 5% des Bedarfs am Flughafen Hamburg abdecken. Da sind wir wieder bei der kleinen Mengenlehre. Und gleichzeitig macht die Lufthansa derzeit selber schon synthetisches Kerosin, dass sie dem normalen Kerosin beimischen. Was wird also mit dem Wasserstoff? Wir können weiter technologieoffen forschen. Es gibt auch Ideen, zum Beispiel eine Paste herzustellen. Da wird mit Magnesium gemischt, unter hohem Druck verdichtet und da entsteht so eine Paste. Das könnte Sinn machen, zum Beispiel bei einer Rettungskapsel oder bei anderen Dingen, wo Geld keine Rolle spielt.
Damit sind wir schon, wo spielt Geld manchmal keine Rolle. In der Schifffahrt spielt es auch noch eine Rolle. Wenn jetzt, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der das Schiff wiedererkennt, das könnte sein, es ist die Rheinbeck, kommen wir noch dazu. Wo im Schiffbau haben wir Brennstoffzellen? Da, wo Geld keine Rolle spielt. Bei U-Booten, Rüstungsprojekten gibt es goldene Wasserhähne, da könnte sich das rechnen. So wundert es nicht, dass also für 25 Millionen Euro U-Boote der sagenumwobenen Klasse 212A gebaut wurden. Die sind auch alle in Dienst gestellt worden, die sind auch alle mal gefahren. Kleiner Haken an der ganzen Geschichte, die haben dieselben Probleme wie alle anderen Wasserstoffsysteme auch. Deswegen ist derzeit keins einsatzbereit. Also Aufwand 25 Millionen, Effekt 0. So, in Bremerhaven gab es mal ein Schiff, das sehen Sie hier unten. Dieses Schiff sollte rausfahren auf See, da wo viel Wind ist, auf der Nordsee, auf der Ostsee, sollte dann mit Propellern eben Wasserstoff herstellen durch, ja, durch die bekannten Vorgehensweisen und sollte dann in Drucktanks speichern. Betrachten wir das mal wirtschaftlich, dann können wir es abkürzen. Das ganze Projekt ist pleite, alle Firmen sind mangels Masse gelöscht aus dem Verzeichnis. Es wird dort überhaupt nichts gemacht. Es geht überhaupt nicht weiter an der ganzen Stelle. So, das heißt, auch hier ist ökonomisch kein Land in Sicht in der Schifffahrt. Und um aufzulösen, ich weiß zumindest, wir haben am 23.03. dieses wunderschöne Schiff gefahren ist. Das war der Kapitän Mrosek, der jetzt als Berichterstatter für die Schifffahrt in unserer Fraktion, der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, tätig ist. So, so sieht das dann von der Kapitänsseite aus. Er war so freundlich, mir mal ein Foto zu reichen. Damit sind wir auch bei der Einschätzung, wie sieht es in der Seefahrt aus. Es gibt eine wunderschöne Studie und die kommt zu dem Ergebnis, Einsatz von Wasserstoff in der Schifffahrt, weder in der Binnenschifffahrt noch in der Seeschifffahrt, derzeit in irgendeiner Form wirtschaftlich. So, es gibt Hersteller, die Wasserstoff machen. Problem ist auch hier die kleine Mengenlehre. Die ETH Zürich, die Schweizer, stellen auf ihrem Dach mit Sonnenenergie jeden Tag rund einen Deziliter, also glasvoll, Treibstoff her. Die haben dann mal ausgerechnet, wie viel Fläche sie brauchten, um die Luftfahrt zu füttern. Damit brauchten sie die gesamte Fläche der Schweiz. Die Schweizer haben jetzt auch wenig Verständnis dafür, dass sie ein einziges Solardach werden sollen. Da ich jetzt immer auf den Holländern, auf den Schweizern rumgehackt habe, bevor uns Nationalismus unterstellt wird, kleines Rechenbeispiel mit dem Saarländer. Ich hoffe, die Saarländer kriegen jetzt keine Schnappatmung. Wenn wir das ganze Saarland mit der sogenannten Purgiernuss bepflanzen, die auch als Barbedonuss bekannt ist, die Sträucher habe ich hier unten mal angedeutet, dann könnten wir nach der abgerundeten Mengenlehre damit so viel Treibstoff erzeugen, dass wir sage und schreibe einen Tag lang nur am Flughafen Frankfurt starten und landen können. Es müssten sich also weitere Bundesländer bereitstellen, um alleine den Spritbedarf unserer Flugzeuge in Deutschland täglich bereitzustellen. Das sehe ich momentan nicht. So, damit kommen wir zu dem Ergebnis, dass auch die E-Fuels am Schluss höchstens eine Lösung für etwas sein können, was nicht so viel Sprit tankt, wie ein Airbus mit 250 Tonnen, sondern dass das am Schluss nur für kleinere Fahrzeuge, siehe das Auto, irgendwo einen Sinn machen kann. Denn da kann ich meinen Diesel retten, weil dem macht es überhaupt nichts aus, wenn ich dort irgendwas anderes reingieße, was synthetisch hergestellt ist. Damit bin ich schon bei der Zusammenfassung. Die Zusammenfassung ist schlicht und ergreifend. Wir können ideologisch auf unsere Verkehrspolitik Einfluss nehmen. Wir werden nicht zu einem Flugzeug mit Oberleitung finden. Aus diesem Grunde macht es keinen Sinn, dort mit Wasserstoff rumzuhantieren, der fluktuiert und bringt mir Knallgas in die Kabine. Das macht keinen Sinn. So mutige Piloten kenne ich persönlich nicht, weil es gibt altgewordene Piloten und übermütige Piloten, aber altgewordene übermütige Piloten gibt es nicht. Deswegen Wasserstoff, Sackgasse. Synthetisches Kerosin kann Sinn machen, allerdings nur als Beimengung, da wo es anfällt und übrig ist, weil ansonsten würde es das Fliegen deutlich verteuern und zumindest ich bin dagegen, dass Fliegen zum Luxusgut wird und wir alle nicht mehr in Urlaub dürfen. Steuervorteile auf Kerosin gibt es nicht. Deswegen können wir diese Austauscheffekte, dass wir sagen, wir greifen steuerlich über die wirtschaftliche Seite ein, indem wir es anders besteuern, fällt bei der Fliegerei weg, weil Kerosin wird schon jetzt nicht besteuert. Damit habe ich zwar ein bisschen überzogen, aber hoffentlich fast eine Punktlandung gemacht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank, Udo. Ganz toll. Hast du wirklich die Überschallgeschwindigkeit umgesetzt? Ich überbrücke jetzt nochmal kurz die zwei Sekunden, die wir brauchen, um wieder den Rechner und Redner zu tauschen. Ich möchte mich
nochmal entschuldigen für die vielen Fotos von mir in deiner Präsentation. Die waren in der Vorabversion nicht drin. Also soll hier keine Werbeveranstaltung werden. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben gelernt, dass offensichtlich auch in der Luftfahrt die Lehren aus Lakehurst geblieben sind und wir keineswegs jetzt hier in der Luftfahrt momentan eine Wasserstoffluftfahrt kurzfristig zu erwarten haben. Ja, wir klären noch ganz kurz, wie das hier mit der Übergabe der Rechner ist. Wir kommen jetzt zu dem Teil Distribution. Der Vortrag von Herrn Dr. Wanicek möchte ich mich nochmal besonders für bedanken. Ja, bedanke mich, dass Sie mich hierher eingeladen haben. Ich bin Chemiker und betrachte die ganze Sache Wasserstoff von etwas anderer Sicht. Ich habe in meinem Leben einige Fabriken betrieben, in denen mit Wasserstoff gearbeitet wurde und auch mit Hochdruckwasserstoff. Darum habe ich vor diesem Molekül etwas mehr Respekt als offensichtlich die Bundesregierung. Ich habe meinen Vortrag Alter Wein in neuen Schläuchen genannt, und zwar deswegen, weil wir uns eigentlich mit Wasserstoff schon über 100 Jahre beschäftigen und all die Techniken, die heute angewandt werden, alle schon lange, lange bekannt sind. Aber ich verstehe den Menschen, dass auf den ersten Blick Wasserstoff für Fahrzeuge eine sehr bestechende Idee ist. Und erst auf den zweiten Blick, und das sieht meist nur der Fachmann, zerstören zwei Eigenschaften diesen Eindruck. Und das ist die geringe Dichte des Wasserstoffs, Sie haben heute schon davon gehört, und der niedrige Siedepunkt. Und diese beiden Eigenschaften führen dazu, dass die Lagerung, der Transport und die Verwendung so aufwendig sind, dass unsere großen Automobilkonzerne VW und Mercedes vor kurzem diese Entwicklungen eingestellt haben und sich davon verabschiedet haben. Auch der Chef von VW, Herr Diess, meinte 2019, dies ist einfach Unsinn. Der kritische Punkt von Wasserstoff, das ist nicht der Siedepunkt, der kritische Punkt liegt bei minus 240 Grad und das ist jener Punkt, oberhalb dem es keinen gasförmigen Wasserstoff gibt. Und das hat verheerende Konsequenzen. Sie sehen hier auf dem Bild den größten Wasserstofftank der Welt. Das ist ein 5000 Kubikmeter Tank und der steht in Cape Canaveral und dient dazu, die Raketen zu betanken. In gebührendem Abstand dahinter sehen Sie die Fabrik, die den flüssigen Wasserstoff herstellt. Und der gebührende Abstand hat auch einen großen Sinn, weil man bei Gefahrstoffen immer große Abstände hält, weil sie eben gefährlich sind. Ganz oben auf diesem Tank sehen Sie ein kleines Rohr. Aus diesem Rohr kommt ständig Wasserstoff heraus. Und dies muss sein, denn man darf einen Tank mit flüssigem Wasserstoff niemals verschließen. Denn wenn dieser Tank sich erwärmt, dann entstehen Drücke bis zu 10.000 Bar. Und dies kann heute kaum ein Tank bewältigen. Es muss also aus diesem Tank ständig Wasserstoff entweichen können. Und nun stellen Sie sich mal vor, wenn wir unsere Tankstellen mit flüssigem Wasserstoff beliefern wollen, dann fahren Tankwagen durch unsere schönen Städte und oben ist ein kleines Rohr und aus dem kommt ständig der Wasserstoff raus. Das ist also die Lunte, die da gelegt wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht irgendwann einmal zu einer Zündung kommt, denn Sie haben das heute schon gehört. Wasserstoff hat noch eine andere Eigenschaft, die ist auf der einen Seite unangenehm, aber auch notwendig, denn sonst wäre es kein Treibstoff. Wasserstoff zündet sehr leicht. Er hat die niedrigste Zündenergie von allen Stoffen, die wir kennen. Und das führt dazu, wenn man Wasserstoff unter Druck hält und dieser Tank würde lecken, dann würde dort nicht Wasserstoff rauskommen, sondern es würde eine Stichflamme rauskommen, weil diese Energie ausreichen würde, immer Wasserstoff zu zünden. Ein kleines Detail noch. In Deutschland wäre es heute so und so verboten, einen flüssigen Wasserstofftank durch die Straßen zu fahren. Und selbst einen zu betreiben wäre verboten, weil wir in Deutschland die Störfallverordnung haben.
Und in dieser Störfallverordnung, das ist Teil des Bundesemissionsschutzgesetzes, steht ganz klar, dass Gefahrstoffe verschlossen sein müssen. Wie Sie eben gehört haben, bei flüssigem Wasserstoff geht das nicht. Und in der Störfallverordnung ist Wasserstoff gelistet. Wenn Sie einen Tank über 5 Tonnen haben, dann müssen Sie eine Sicherheitsanalyse machen und müssen den verschließen, was technisch nicht geht. Aus diesem Rohr kommen natürlich auch die Boil-Off-Verluste raus. Das ist heute schon erwähnt worden. Aber vielleicht eine andere Zahl. Ein Wasserstofftank würde nach 2 Monaten immer leer sein. Er verliert nämlich 1,5% pro Tag. Die Dichte von Wasserstoff ist nun weniger als 0,1 Gramm pro Liter. Das ist gasförmiger Wasserstoff. Das ist nur ein Zehntel der Dichte von Erdgas. Und wenn man nun daran denken würde, den Wasserstoff nicht flüssig, sondern gasförmig zu lagern, dann bräuchte man solche Behälter wie diesen. Das ist der größte Gasometer, der je gebaut wurde. Er hat 90.000 Kubikmeter, würde 72 Tonnen Erdgas fassen, würde aber nur 9 Tonnen Wasserstoff fassen. Nun gibt es schon Ideen, zumindest auf Zeichnungen gibt es Tankstellen, die mit flüssigem Wasserstoff versorgt werden. Das ist so eine, wurde von Institut für Kern- und Energietechnik in Karlsruhe entworfen. Sie sehen einen unterirdischen Tank und das, was ich eben sagte, links oben sehen Sie auch die Pfeife, dort wo der Wasserstoff ständig abdampfen muss. Was diese Tankstelle auch hat, was man nicht vermuten würde, aber rechts oben sehen Sie 2 Hochdruckpumpen, denn selbst wenn Sie den Wasserstoff flüssig im Erdtank haben, müssen Sie ihn verdampfen und müssen ihn dann komprimieren auf die 700 Bar, die Sie dann in Ihrem Fahrzeug haben. Das ist also ein doppelter Verlust. Auf der einen Seite verdampft der Wasserstoff, sodass in 2 Monaten alles weg ist. Und auf der anderen Seite müssen Sie ihn mit Hochdruck pumpen. Und das sind keine Kleinigkeiten, solche Hochdruckpumpen komprimieren, um tanken zu können. Auch die Explosionsgefahr des Wasserstoffs wurde heute schon erwähnt. Das ist eine Tankstelle in den Vereinigten Staaten, die vor einigen Monaten explodiert ist. Rundherum sind eine Reihe von Gebäuden zerstört worden. Glas im Umkreis von etwa 2 Kilometer wurde alles zerstört. Es wurde auch gerechnet, ein Rohrleitungsnetz durch Deutschland zu legen, um den Wasserstoff zu transportieren. Wie die Qualität des Rohrleitungsnetzes sein muss, haben Sie heute schon gehört. Es muss ein hochlegierter Edelstahl sein, weil normaler Schwarzstahl dafür nicht geeignet ist wegen der Versprödung. Wasserstoff geht sogar durch Stahl durch. Dennis Krieg hat das gerechnet und auch veröffentlicht. 2012 so ein Pipeline-System würde 48.000 Kilometer in Deutschland haben. Für die Rohrleitungen würde man 23 Milliarden ausgeben, 15 Milliarden für die Tankstellen. Sie sehen hier oben Investition 1 Million Euro für eine Tankstelle. Ich habe neueste Zahlen, da stehen 3 bis 5 Millionen für eine Tankstelle. Auf das komme ich dann noch zurück. Also diese Tankstellen, das könnten auch 45 Milliarden sein. Und dann kommen noch 10 Milliarden für die Planung dazu, also Gesamtkosten 48 Milliarden. Nur zum Vergleich, es wurde heute schon die Einheit BER erwähnt, aber diese 48 Milliarden vergleichen Sie bitte mit der Investition von 2,4 Milliarden in den Berliner Flughafen, der nach 14 Jahren Bauzeit eben gerade fertig geworden ist. Sie kennen sicher in den Vereinigten Staaten den militärisch-industriellen Komplex. Dieser militärisch-industrielle Komplex hat in den letzten Jahrzehnten ganz gewaltige Innovationen hervorgebracht. Von der Kernenergie über E-Mail, Internet bis zur Raketen- und Satellitentechnik. Und bei diesem militärisch-industriellen Komplex funktioniert das so, dass es zuerst eine Idee gibt. Und wenn diese Idee überzeugt und für die Menschheit etwas bringen kann, dann gibt es dafür auch Geld. Und diese beiden Dinge zusammen führen dann zu diesen Investitionen.
zu diesen Innovationen. In Deutschland haben wir etwas anderes und in der EU. Wir haben einen Regierungssubventionskomplex. Und dieser Regierungssubventionskomplex, der funktioniert etwas anders. Da gibt es erstmal keine Idee, sondern da gibt es erst einmal Geld. Und dieses Geld wird für den ausgegeben, der es schafft, eine Idee so darzustellen, dass sie die Regierungslinie unterstützt. Und dann möchte ich nur auf drei dieser Ergebnisse eingehen. Das sind kleine Fische, es gibt auch größere Fische. Die erste Entwicklung ist LOHC, Liquid Organic Hydrogen Compound. Das ist also eine Flüssigkeit, die Wasserstoff enthält. Das zweite, Sie haben das im vorliegenden Vortrag schon kurz gesehen, ist die Powerpaste, die vom Fraunhofer Institut entwickelt wurde. Und das dritte Projekt ist das H2R-Projekt im Rheinland, unter dem leide ich, weil ich von dort herkomme und mich dort mit Händen und Füßen gegen die Verwaltung wehren muss, das Geld der Steuerzahler für ein unsinniges Projekt auszugeben. LOHC, das ist einfach eine Verbindung, die Wasserstoff enthält, und die Firma, die das entwickelt hat, hat herausgefunden, was man schon lange weiß, dass man die Benzyltoluol mit Wasserstoff hydrieren kann und dann das Perhydrodibenzyltoluol erhält. Das ist also die Idee, wie man eine Flüssigkeit mit Wasserstoff aufladen kann. Und diese Verbindung hat dann einen Wasserstoffgehalt von 6%, den man wieder aus dieser Verbindung herausholen kann. Diese Reaktion von der Hydrierung des Dibenzyltoluols passiert bei 250 Grad mit einem Katalysator. Und die Rückreaktion ist ebenfalls katalytisch, auch die benötigt 250 Grad und einen Katalysator. Und die Idee ist also, dass man dieses hydrierte Dibenzyltoluol in Tankwagen herumfährt in der Gegend und lagert, kann man tatsächlich, ist eine Flüssigkeit, die zwar brennbar ist, aber nicht sehr gefährlich, und dann, wenn man den Wasserstoff braucht, setzt man den frei in einer katalytischen Reaktion. Nun gibt es dabei ein paar Nebenbedingungen, die zu beachten sind. Wenn man das so macht, dann transportiert man für eine Tonne Wasserstoff 16,6 Tonnen Flüssigkeit. Das heißt, man muss das 16-fache an Transport schaffen, um Wasserstoff zu den Versorgungszentren zu bringen. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit. Wenn man dann diesen Wasserstoff freigesetzt hat, dann hat man ja wieder das Dehydrierte, das Dibenzyltoluol. Und dies muss ja wieder zurücktransportiert werden. Man hat also diesen ganzen Transport zweimal. Und dann gibt es noch die Idee, dies in einem Fahrzeug zu machen. Das heißt, in einem Fahrzeug würde man dann einen Tank benötigen, der 16-mal größer ist als der eigentliche Wasserstoff. Man würde einen zweiten Tank für den verbrauchten Treibstoff benötigen und man würde im Fahrzeug auch noch einen Reaktor, einen katalytischen Reaktor benötigen, um bei 250 Grad den Wasserstoff freizusetzen. Sie sehen also, was an dieser Idee dran ist. Das ist nicht viel, denn wenn man einfach Methanol als LOHC betrachtet, auch Methanol enthält Wasserstoff, ist auch eine Wasserstoff enthaltende Flüssigkeit. Nur Methanol hat doppelt so viel Wasserstoff wie dieses hydrierte Dibenzyltoluol, nämlich schon 12,5%. Und Methanol hätte noch den Vorteil, dass man es direkt im Ottomotor verbrennen kann und man braucht nichts mehr zurück zu transportieren. Nun komme ich zur Powerpaste. Es muss ja immer Englisch sein. Man darf nicht Kraftpaste sagen, sonst glauben die Menschen, das wäre ein Waschmittel. Rei in der Tube, die kennen das. Die Idee ist, Magnesiumhydrid zu emulgieren mit einer organischen Flüssigkeit. Da nehmen die Leute vom Fraunhofer Institut einen verästerten Ether. Und diese Paste kommt in die Tube und wird dann mit Wasser vermischt. Und da, das ist tatsächlich so, wird dann Wasserstoff frei. Ein paar Probleme gibt es natürlich, so eine Paste mit Wasserstoff innig zu vermischen, dass die auch mit Wasser reagiert. Das ist nicht so ganz einfach.
Man braucht zumindest entweder einen Statikmischer oder einen Rührbehälter oder sonst etwas. Aber was man trotzdem braucht, so wie auch bei dem Beispiel davor, man braucht wieder einen Tank für die Kraftpaste und man braucht einen zweiten Tank für die bereits verbrauchte Paste. Und das alles muss man dann auch noch transportieren und entleeren können. Die Techniker wissen, warum sie immer gerne Flüssigkeiten verwenden und keine Feststoffe und keine Pasten. Das Fraunhofer-Institut hat in der Veröffentlichung nun dieses schöne Bild gezeigt. Ganz rechts unten sehen Sie die Reaktion, um die es eigentlich geht. Das Magnesiumhydrid wird mit Wasser versetzt und Wasserstoff kommt raus. Nun, was passiert dann weiter? Aus dem Magnesiumhydrid entsteht Magnesiumhydroxid. Und dieses Magnesiumhydroxid muss dann umgesetzt werden in das Magnesiumchlorid. Und wenn man nun die Wahrheit sieht, dann ist das Folgendes. Diese Magnesiumhydroxid-Suspension enthält ja noch das Suspendierungsmittel und sie enthält Wasser. Sie muss also erst gereinigt werden. Wenn sie gereinigt ist, dann muss das reine Magnesiumhydroxid mit Salzsäure versetzt werden. Dabei wird wieder Wasser frei. Das heißt, das Magnesiumhydrid muss dann wieder getrocknet werden. Magnesiumchlorid muss dann getrocknet werden. Und das trockene Magnesiumchlorid muss einer Schmelzflusselektrolyse unterzogen werden, bei der das Chlor wieder frei wird und wieder Magnesium entsteht. Und dieses Magnesium muss dann mit Wasserstoff wieder hydriert werden, um dann wieder Magnesiumhydrid daraus herzustellen. Sie sehen, dafür sind noch einige Fabriken notwendig, die man auf dem ersten Bild gar nicht gesehen hat. Und es ist wirklich Chemie, die man da macht. Man braucht daneben noch eine Salzsäurefabrik, um aus dem entstehenden Chlor wieder die Salzsäure zu machen, die eingesetzt wird. Und man braucht eine Schmelzelektrolyse, also eine Anlage, wie man heute Aluminium herstellt. Das sind technisch hochkomplizierte Anlagen. Ich komme nun zum letzten Projekt, zum H2R-Projekt im Rheinland. Da wurde für 80.000 Euro eine Studie vom Forschungszentrum Jülich gemacht. Ich habe das nicht ganz geglaubt, diese 80.000 Euro, und habe da intensiv nachgefragt und habe dann erfahren, dass sie 360.000 Euro kostete, aber der Rest waren Subventionen. In der Studie sieht man, man will damit das Rheinland mit Wasserstoff versorgen. Und woher soll der Wasserstoff kommen? Die ersten 12%, diese 2.600 Tonnen rechts oben, sollen aus der Chlorproduktion, also aus der Chemie, kommen. 4%, tatsächlich 4% sollen aus erneuerbaren Energien kommen und 84%, 16.700 Tonnen sollen 2035 importiert werden. Beim Import, da verweist die Studie auf eine andere Studie, die nachweist, dass dieser Wasserstoff in Norddeutschland zur Verfügung steht. Ich habe mir diese Studie natürlich geholt, die ist hinter einer Bezahlschranke. Und dann findet man eine Studie, die auch von Jülich gemacht wurde. Und die Aussage der Studie ist, dass man in Norddeutschland tatsächlich, wenn man dort lauter Windräder aufstellt, so viel Wasserstoff erzeugen kann, dass man 16.700 Tonnen importieren kann. Dass die auch jemand anderer braucht oder dass die vielleicht auf dem Weg durch das Ruhrgebiet schon verbraucht wird, daran denkt man nicht. Also das ist nur für das Rheinland. Und nun komme ich zu den 12%, die real sind, die aus der Chemieproduktion kommen. Das kenne ich. Es gibt zwei Großprozesse in der Chemie. Das ist die Chloralkali-Elektrolyse und die CO-Produktion. Dabei fällt eine ganze Menge Wasserstoff an. So. Dieser Wasserstoff, der schon seit Jahrzehnten entsteht, wurde in den Chemiewerken immer in den Kraftwerken verfeuert. Und das macht Sinn. Man hat also mit diesem Wasserstoff emissionsfreien Strom erzeugt. Wenn man nun diesen Wasserstoff an das Rheinland liefert und dort Wasserstoffbusse betrieben werden, die tatsächlich schon laufen. Man hat schon 20 Millionen für Wasserstoffbusse ausgegeben. Dann wird die chemische Industrie diesen Wasserstoff ersetzen, und zwar durch Erdgas oder Öl.
Was wird dann passieren? Das CO2, das vorher bei den Dieselbussen entstanden ist, das entsteht also dann wieder bei der chemischen Industrie. Und das bedeutet, die CO2-Bilanz ist null, aber man hat 20 Millionen Euro ausgegeben und die Menschen glauben, dass wir etwas Gutes für die Umwelt getan haben. Was man noch findet, das ist ganz interessant, in dieser Studie wird der Wasserstoff 9,11 Euro pro Kilogramm kosten. Und wenn man das kurz umrechnet, wir bezahlen heute für einen Tank, damit wir 1000 Kilometer fahren, etwa 60 oder 70 Bitte zum Mikrofon Euro sprechen. Für den Diesel. Und wenn man das umrechnet mit diesen 9,11 Euro pro Kilo, da würden wir dann etwa 600 Euro für einen Tank bezahlen. Und dann möchte ich noch dazu sagen, dass diese 9,11 Euro Herstellkosten sind. Da sind also keine Overheads drauf. Da ist kein Gewinn der Firmen, die diese großen Investitionen machen sollen, dabei. Und da sind auch keine Steuern dabei. Ja, ich möchte mich nun bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir alle etwas dazugelernt haben, dass wir mit Wasserstoff wohl nicht demnächst fahren werden. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Wanicek. Das war die letzte unserer Präsentationen. Jetzt würde ich jetzt ganz kurz. Haben wir das technisch im Griff hier? Stummschaltung. Haben wir das im Griff? Präsentation jetzt wegnehmen. Wir haben jetzt sowohl über die Erzeugung und den Transport von Wasserstoff gehört. Wir haben über die Anwendung in Pkw, Bussen und Flugzeugen und Schiffen gehört. Und wir haben jetzt, denke ich mal, alle gemeinsam festgestellt, dass wir hier einige Sachen vielleicht noch nicht so gewusst haben. Ich habe mir einige Fragen aufgeschrieben und ich würde jetzt bitten, in die Diskussion zu starten. Ansonsten würde ich starten mit meinen zwei Fragen. Also ich, jetzt keiner die Hand hebt. Doch, Wolfgang Wiele. Wolfgang Wiele hebt hier die Hand unten links. Ich erteile dir das Wort, Wolfgang. Ja, Dirk, herzlichen Dank. Und danke auch für die hochinteressanten Vorträge. Wolfgang, ganz kurz, wir können dich hier noch nicht hören. Ist es jetzt besser? Ich hoffe, ich bin jetzt hörbar. Danke für die hochinteressanten Vorträge. Ich ziehe daraus jetzt den Schluss, dass Wasserstoff vielleicht als Zwischenprodukt in einer längeren Produktionskette brauchbar ist, aber nicht zur Speicherung, zur längeren Speicherung und auch nicht für einen Transport über weitere Wege. Wenn wir CO2-freie Energie bereitstellen wollen auf der Ebene von synthetischen Kraftstoffen, das war ja in der Diskussion, dann brauchen wir, um das auf die Beine zu stellen, sehr viel Energie und sicher noch viel mehr als das Saarland als Fläche, wenn wir es jetzt auf Basis von Wind- oder Sonnenkraft herstellen wollen. Ist es denn nicht dann so, dass eine Nutzung der Kernenergie die einzige Möglichkeit ist, im ausreichenden Umfang Energie, sei es als Strom oder sei es als Wärme, zur Verfügung zu haben, um solche Reaktionen tatsächlich anstoßen zu können? Das ist meine Frage. Danke. Wolfgang, vielen Dank. Ich würde mich jetzt ganz kurz selber auf die Rednerliste setzen, beantwortet nämlich schon eine Frage, nämlich die nach den Kernkraftwerken. Vielleicht kann mir der Rainer Kraft dann, wenn ich jetzt falsch liegen sollte mit meiner Rechnung, noch mal kurz reinkrätschen. Lieber Rainer, du hast gesagt, wir brauchen für die Stromerzeugung an Strom für die Versorgung in Wasserstoff in Deutschland 6.500 Terawattstunden. Ich habe mir das an einem großen Kernkraftwerk, das war Philippsburg, mal selber errechnet. Das Kernkraftwerk Philippsburg hat ungefähr 11 Terawattstunden im Jahr produziert, oder typische Kernkraftwerke dieser Größenordnung in einem Block
haben das geschafft. Das heißt, die 6500 Kernkraftwerke können wir durch 10 teilen und haben wir die Dimension an Kernkraftwerken, die wir brauchen, um den Wasserstoff entsprechend mit Kernkraftwerken herzustellen. Das sind ungefähr 600. Das ist aber nur für Deutschland. Und das wäre die Produktion an Wasserstoff aus Kernenergie. Kann sein, dass ich da einen Denkfehler drin habe. Ich würde auch gleich in der Rednerliste weitermachen, aber diese Dimension würde ich jetzt ganz gerne nochmal mit dir diskutieren, Rainer. Ja, zunächst zum Wolfgang Wille. Das ist schon richtig, dass wenn wir gehen wollen und uns überhaupt anmaßen wollen, diese gigantischen Mengen an Energien irgendwo zu erzeugen, um daraus in eine CO2-freie Energieversorgung einzusteigen, dass man dann an nuklearer Energieerzeugung eigentlich nicht vorbeikommt. Da muss man Stromerzeugungsmethoden wählen, die eine sehr hohe Energiedichte liefern können und das ist nun, die das mit sehr geringem Flächenaufwand tun können, die das mit geringem Aufwand an Ressourcen, an Stahl und Beton machen können und da bleibt am Ende die Kernenergie übrig. Es ist nicht ganz so, dass man das eins zu eins umrechnen kann, lieber Dirk Spaniel. Man kann in nuklearen Anlagen aufgrund der hohen Temperaturen direkt den Wasserstoff durch thermische Spaltung aus Wasser herstellen. Das heißt, den Umweg, dass ich die nukleare Energie in Strom packe und den Strom dann in Elektrolyseverfahren erst wieder in Wasserstoff und Sauerstoff spalte, den kann ich mir schenken mit den entsprechenden Verlusten. Und ich kann natürlich dann auch einen großen Teil der Wärme, die in einem Kernkraftwerk über die Kühltürme abgeführt wird, wir kennen ja die großen Wasserdampfwolken, wie sie über den Mailand stehen, einen größeren Teil dieser Wärme kann ich dann auch dazu benutzen, eben Wasserstoff thermisch zu spalten, direkt und Wasserstoff eben dann sofort im Reaktorraum oder parallel zum Reaktorraum zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Das heißt, man kann da größere Energieeinsparungen vornehmen. Ein auf diese Art und Weise erzeugter Wasserstoff dürfte sehr, sehr wettbewerbsfähig sein. Und wahrscheinlich, wenn die Bundesregierung hier auf Importe setzt, dann wird sie nicht die Importe bekommen, die sie mit ihrer Afrika-Strategie verfolgt aus Wind und Solar, sondern sie wird wahrscheinlich dann den grünen Wasserstoff aus nuklearen Anlagen bekommen, denn außerhalb von Deutschland ist die nukleare Erzeugung von Energie und von Wasserstoff als klimafördernde Maßnahme anerkannt. Okay, jetzt würde ich auf den nächsten Redner kommen. Ich habe den Herrn Klepzig gesehen. Und dann hatten wir hier noch zwei Redner. Also erster Redner wäre jetzt Herr Klepzig. Okay, vielen Dank. Ja, natürlich ist es möglich, mit Kernkraft Wasserstoff oder Wasserstofffolgeprodukte herzustellen. Die Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, warum sollte man das zwingend tun oder ist das nötig? Zum einen ist es natürlich so, wenn ich Energie aus diesem Prozess rausziehe, dann bedeutet das, dass ich eben erstmal die Kernkraftwerke stärker auslegen muss. Das heißt, wenn ich sowas machen will, dann kann ich das nur mit Energie, mit Überschussenergie machen. Sprich zum Beispiel, wenn ich weiterhin darauf bestehe, die Kernkraftwerke nicht als Grundenergie zu verwenden, sondern als Grundenergie irgendwelchen solaren Windenergiekrempel zu nutzen. Und um die Kernkraftwerke weiter sauber laufen zu lassen, muss ich deren produzierte Energie irgendwo hinstecken. Dann könnte ich das vielleicht tun. Um das mit einer entsprechenden Effizienz zu machen, müsste man das allerdings in Hochtemperaturreaktoren tun und die existieren heute noch gar nicht. Und die Grundfrage ist nach wie vor immer noch, warum sollen wir es eigentlich tun? Es gibt mehr als genug Treibstoff in einer hohen Energiedichte, in einer etablierten Struktur, mit einer etablierten Technologie in puncto Benzin und Diesel vorhanden. Es besteht einfach keine Notwendigkeit, dieses Geld in die Hand zu nehmen, diese Technologien zu entwickeln, um irgendwie Wasserstoff oder Wasserstofffolgeprodukte als Antriebsmittel zu verwenden. Wenn wir uns die Reserven von Öl oder erschließbaren Reserven von Öl mal anschauen seit den 80er Jahren, so haben wir heute dreimal so viel Öl, an welches wir rankommen, als wir es noch 1980 hatten. Das heißt also, das Öl, was wir heute haben, das reicht noch locker für 150, 200 Jahre oder länger, selbst bei steigendem Verbrauch. Es gibt also keine Notwendigkeit. Und um auf die CO2-Argumentation nochmal kurz einzukommen, das werde ich auch morgen auf dem Bundesparteitag nochmal zu sagen,
wir sollten als AfD zwingend davon wegkommen, irgendwie der Erzählung folgen zu wollen, wir müssten CO2-frei produzieren. Denn wenn wir uns auf diese Diskussion, wir müssen CO2 vermeiden, einlassen, dann reden wir immer nur darüber, welche Maßnahmen wären denn jetzt sinnvoll, um CO2 zu vermeiden und worauf könnten wir denn vielleicht noch verzichten, um mehr CO2 zu vermeiden. Und dann sind wir ganz schnell in der Begründung, warum wir denn jetzt nicht die große Transformation hin zu einer Gesellschaft brauchen, die individuelle Freiheiten letzten Endes komplett ablehnt und letzten Endes wo jeder einzelne Bürger sich begründen muss, warum er jetzt heute das Licht anschalten will, anstatt es auszuschalten. Also wir müssen davon weg und irgendeine Argumentation zu führen mit, aber wir können doch CO2 vermeiden, ist etwas Grundfalsches, dem müssen wir uns ganz stark entgegenstellen. Das war es von meiner Seite aus. Ich würde jetzt selber ganz kurz dazu was sagen. Wir haben ja momentan diese Argumentation CO2-Vermeidung nicht direkt drin. Im politischen Business muss man aber im Gespräch bleiben. Und das werden alle Parlamentarier hier auch wissen. Und in jedem Antrag oder überhaupt keine Vorschläge zu machen, wie wir die Vorschriften der EU umsetzen in deutsches Recht, würde bedeuten, wir nehmen uns komplett aus der politischen Diskussion raus. Der politische Sinn hinter synthetischen Kraftstoffen ist, die bestehende Politik ad absurdum zu führen und tatsächlich Ausweichvorschläge zu machen, die etwas rationaler sind. Uns ist hier in der Bundestagsfraktion sehr wohl der ganze Unsinn der CO2-Diskussion klar, aber wir wollen nicht komplett uns politisch aus der Diskussion rausnehmen, indem wir sagen, es ist alles Unsinn, lasst uns Benzin und Diesel verbrennen. Das bitte ich doch hier zur Kenntnis zu nehmen. Wir wissen ganz genau, dass die CO2-Diskussion hinterher dazu führt, dass wir hier eine Vermeidungswirtschaft kriegen. Und das wollen wir bloßstellen, indem wir Alternativen offenlegen, die etwas sinnvoller sind und tatsächlich hinterher dann aber auch nur in geringem Umfang eingesetzt werden können. Niemand plant ernsthaft den Betrieb aller Kraftfahrzeuge in Deutschland mit synthetischen Kraftstoffen. Das ist völlig ausgeschlossen. Jetzt würde ich weiterleiten an den Herrn Lieper. Ja, folgendes. Ja, Kind zu hören. Der Wasserstoffantrieb und der Elektroantrieb, die haben zwei absolut gemeinsame Komponenten. Und zwar wird in beiden Fällen zunächst mal elektrochemisch ein Kraftstoff erzeugt. Das ist in einem Fall eine Bleiverbindung, ein Bleiakkumulator. Und im anderen Fall wird Wasser zerlegt. Und diese Reaktion wird in einem zweiten Schritt wieder rückgängig gemacht. Also insofern ist das verfahrenstechnisch ein und dasselbe. Der Unterschied ist nur der, dass der Wirkungsgrad, der energetische Wirkungsgrad beim Akkumulator herkömmlicher Bauweise etwa 70% beträgt. Das heißt, 70% der Energie, die Sie laden, kriegen Sie hinterher entladen wieder heraus. Und bei der gleichen Technologie über Wasserstoff, Elektrolyse, Brennstoffzelle oder Verbrennungsmotor, da sind es gerade mal 25%, vielleicht höchstens 30%. Insofern steckt darin schon ein absolutes Unding. Und wenn der Wirkungsgrad schlechter ist als 45% oder 40%, dann sparen wir mehr Kraftstoff damit, wenn wir den Strom aus den Grünkraftwerken direkt zum Heizen verwenden. Muss man sich auch mal im Klaren machen. Also natürlich unterstellt, wir haben wirklich grünen Strom. Wenn wir das Ganze noch auf Kohlekraftwerke beziehen, dann müssten wir die Wirkungsgrade noch ungefähr 0,4 multiplizieren. Dann würde beim Wasserstoff noch 10% übrig bleiben. Und beim Akku liegen wir etwa in der Größenordnung knapp unter Verbrennungsmotoren. Das zunächst mal zu der Wirkungsgradtechnik. Noch ein paar andere Anmerkungen zu der Gefahrensituation. Wasserstoff hat einen sogenannten negativen Joule-Thomson-Effekt. Das heißt, wenn er sich ausdehnt, wird er heiß. Und wenn ich in einen Behälter ein Loch bohre, dann wird er sich nicht abkühlen wie ein normales Gas, sondern er wird heiß und sich sofort entzünden. Das ist eine ganz, ganz üble Sache. Und die zweite üble Sache ist, dass in einem hellen Raum wie diesem hier, da sehen Sie eine Wasserstoffflamme nicht mehr. Da können Sie übelst dran verbrennen. Dann ein Punkt noch zur Logistik. Wenn Sie eine Tankstelle mit flüssigem Wasserstoff beliefern,
müssten Sie dreimal so oft mit einem Tanklastzug mit flüssigem Wasserstoff die Tankstelle anfahren. Anders geht's nicht. Also die Logistik wäre also auch gewaltig. Dann, was die Neuigkeit dieser Dinge betrifft, schon Nikolaus Otto hat 1800, ich weiß es jetzt nicht auswendig, seine ersten Gasmotoren mit einem Gemisch aus Wasserstoff und Methangas angetrieben, also mit Leuchtgas. Ich würde mal behaupten, die würden auch mit leichtem, mit reinem Wasserstoffgas laufen können. Ja. Also die Dinge sind uralt. Man ist später vom Gas abgekommen, weil eben für normale Fahrzeuge die flüssigen Brennstoffe erhebliche Vorteile geschafft haben. Das wäre ein Rückschritt, wenn wir auf Wasserstoffgas zurückgehen. Im Ersten Weltkrieg ist im relativ großen Maßstab industriell Wasserstoff verwendet worden. Einmal die großen Luftschiffe und zum anderen auch kleinere Ballons, die man für Aufklärungsflüge verwendet hat. Da hat man übrigens, das wäre noch vielleicht eine Frage an Sie, Metallhydride verwendet. Warum macht man das jetzt nicht? Das hätte ich jetzt mal nochmal angefragt. Ja, das wäre sozusagen der Kern dessen. Und eben, wir müssen auch daran denken, dass wir die zusätzliche Energie, die wir brauchen für solche Technologien, aus grünen Quellen erzeugen müssen. Denn die Rechnung mit dem Strommix, die ist sowas von falsch. Die ist etwa so, als ob wir am Tag 2 Liter Benzin umsonst kriegen würden und müssten für jeden weiteren Liter 3 Euro bezahlen. Dann würden wir bei 3 Litern Durchschnitt haben von 1 Euro pro Liter. Nicht? Und wenn wir so rechnen, so würden wir auch den 4., 5. und 6. Liter bekommen. Das geht total daneben. Und so ist es eben auch mit den CO2-Rechnungen. Wenn wir nur das verbrauchen würden an Strom, was die grünen Kraftwerke produzieren, dann hätten wir einen CO2-Verbrauch von 0. Das hätten wir bei 20 Millionen Einwohnern in Deutschland. Norwegen ist so groß wie die alte Bundesrepublik, hat so viele Einwohner wie Berlin. Da geht das. So, mehr Zeit will ich nicht ersparen. Ja, vielen Dank, Herr Lieper. Ich würde jetzt angesichts der Zeit jeden Redner bitten, sich auf einen Zeithorizont von 2 Minuten zu beschränken. Wir haben ein wenig technische Probleme gehabt. Ich denke, dafür müssen wir auch einen zusätzlichen Zeithorizont einräumen. Ich würde jetzt schon ankündigen, dass wir bis 12.15 Uhr machen. Aber nach wie vor würde ich jeden Redner bitten, sich auf ungefähr 2 Minuten Redezeit zu beschränken. Wir werden ganz kurz vorher darauf hinweisen. Der nächste Redner in der Liste wäre der Herr Würdig, aber der Herr Wanicek würde jetzt ganz kurz auf die gestellten Fragen hier gerade antworten. Bitte einen kurzen Daumen hoch, wenn man Sie hört. Wir können das hier immer nicht überprüfen. Ja. Ja, eben war die Frage, man hat im Zweiten Weltkrieg Metallhydride verwendet, im Ersten. Ja, das war auch mein Beispiel hier an Magnesiumhydrid. Das macht man auch heute. Es gibt viele Metallhydride, die man zur Wasserstoffspeicherung verwenden kann. Aber es ist halt so, im Krieg spielt Geld keine Rolle. Und heute müssen wir eben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Dinge betrachten. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass mein Vortrag offensichtlich nicht dazu geführt hat, dass nun klar ist, dass es technisch nicht möglich ist, Wasserstoff zu verteilen und Wasserstoff zu lagern, um eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Insofern ist eine Diskussion, ob wir den Wasserstoff nun aus Kernkraftwerken machen, geht völlig an der Sache vorbei, denn selbst wenn wir ihn machen, können wir ihn nicht verwenden. Es muss uns klar sein, wir werden an Treibstoffen immer Flüssigkeiten verwenden müssen. Flüssigkeiten, die einen Dampfdruck haben, dass sie auch bei Normaldruck noch flüssig sind, die transportierbar sind und die ausreichend Energie enthalten. Und da gibt es einige wenige, und das ist das Methanol, das ist das Ethanol, das auch heute schon verwendet wird. Ich bin in Brasilien tausende Kilometer mit Alkoholautos gefahren. Das ist Benzin und das ist Diesel. Und einer dieser 4 wird unsere Zukunft bedeuten. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt auch nicht auf die Enttäuschung eingehen, sondern wir wollten damit nur zum Ausdruck bringen, dass auch die Variante Kernenergie durchaus aufgrund der numerischen Zahl zu hinterfragen ist. Ich denke, wir sind uns hier schon einig.
Ja, eine bekannte Idee ist ja die, dass man mit Wasserstoff die Energiewende retten will. Und die Sache läuft eben einfach so, es wird manchmal viel Strom produziert und dann kann man Wasserstoff machen. Und dann, wenn man die Lücke hat, dann macht man aus dem Wasserstoff wieder Strom. Und dazu hat es auch einen Versuch gegeben, auf den möchte ich jetzt mal hinweisen. Und der ist schon ziemlich älter, 2004, die Insel Utsira. Und beteiligt war daran die bekannte Firma Enercon, Windenergiefirma aus Deutschland und Nordisk Hydro. Und die haben dann versucht, auf dieser Insel immerhin 10 Haushalte zu versorgen. Das ganze Projekt lief dann mit einigen Mühen, mit einem Generator und schließlich auch noch der Brennstoffzelle über 2 Jahre. Und dann musste man das dann doch schließlich wieder aufgeben, weil es in die Kosten hineinging, weil die Technik nicht funktionierte und so weiter. Über dieses Experiment habe ich einen Film gemacht, der die Sache in einer unterhaltsamen Form darstellt. Nämlich der Film heißt 3 Inseln, 3 Pleiten. Und die eine Pleite ist die Insel Utsira, die andere ist die deutsche Insel Pelvorm und noch eine El Hierro. Und da möchte ich mal an hier den Film in Form einer DVD hier unserem Dr. Spaniel mal übergeben, als Dank für seine Arbeit und für seinen Einsatz hier. Vielleicht zeigen wir das mal ganz kurz, so etwas. Wir können das schon machen, wir müssen nur einen dunklen Hintergrund wählen. Dann müsste das funktionieren. So. Und da ist dann die ganze Geschichte dieser Insel Utsira und die ganze Pleite, die das eben auch wieder nicht funktioniert hat. Und man sieht, dass eben die Hoffnung, mit Wasserstoff die Energiewende zu retten, doch eine sehr fragwürdige Sache ist. Inzwischen ist es so, dass die beteiligten Firmen um diese Insel einen großen Bogen machen. Keiner möchte es gewesen sein. Und es ist fast wie ein Forschungsobjekt, dass man da wieder suchen muss, um die Ergebnisse dann mal noch rauszufinden. Ne? Ja. Ja, vielen Dank. Das war ein Bericht aus der Praxis. Jetzt haben wir Andreas oder irgendein Andreas da? Wir müssten jetzt muss ich, das ist der Herr Geisenheiner. Wie wäre das? Wenedei, der Herr Wenedei, ja. Okay. Also, Sie haben das Wort, Herr Wenedei. Herr Wenedei, Sie sind noch stumm geschaltet. Entschuldigung. Ich wollte den Punkt bringen, den der Kollege gerade eben noch gebracht hat, quasi Wasserstoff als Pumpspeicher. Ersatz. Und ich glaube, das ist ja jetzt beantwortet worden, dass das nicht so funktioniert hat in 3 Fällen. Also es ist nicht ein einzelner Fall gewesen, sondern mehrere Fälle, wo es nicht funktioniert hat. Jetzt die Frage mit dem Biosprit, sage ich mal so, haben wir ja auch ein Problem. Da werden ja Flächen, ist ja ein hoher Flächenverbrauch auch. Frage ist das, ob das auch eine Lösung ist. Also ich glaube, das wird schwierig werden generell. Also ich denke, wir müssen da einen vielfachen Weg wählen. Ein mehrfachen Mix. Vielen Dank. Ich würde den Herrn, der hat leider keinen Nachnamen, das ist Andreas als Erkennung, jetzt als nächsten Redner nehmen und wir würden dann auf die Beantwortung von mehreren Fragen vielleicht einen der Referenten bitten. Hört man mich? Hallo? Ja. Ja, Andreas Geisenheiner, BFA 10. Entschuldigung, dass mein Nachname nicht... Entschuldigung, Andreas, man hat dich nicht erkannt mit dem Kopf. Gut. Es ist vieles schon gesagt worden, deswegen ein Punkt noch, der mehr die politische Ausrichtung unseres Programms betrifft. Wir haben ja jetzt gehört, dass also Mobilitätsanwendungen für Wasserstoff im Prinzip nicht sinnvoll oder nicht realistisch sind. Und ich glaube, wir decken uns damit sogar mit den Aussagen der Grünen. Denn die Grünen wollen ja auch für die Mobilität nicht den Wasserstoff, sondern den Akku. Insofern sind wir also mit den Grünen dort deckungsgleich. Was die Grünen aber wollen, ist Wasserstoff alleine als Ausweg, um weiterhin volatile erneuerbare Energien installieren zu dürfen. Sprich, zu versprechen, dass damit das Speicherproblem gelöst werden könnte. Das ist eigentlich die wesentliche Unterscheidung.
Und die einzige sinnvolle Programmatik unsererseits besteht meiner Ansicht nach in zwei Aussagen. Die eine Aussage hat der Kai-Uwe Klepzig gebracht. Das Thema CO2 ist im Prinzip nicht bewiesen und damit nicht tragfähig, um eine Gesamtwirtschaft in dieser Dimension überhaupt umzustellen. Und das zweite, die zweite Aussage ist die aus den technischen Gründen, die wir heute gehört haben. Behaltet uns oder lasst uns bitte jeden sinnvollen Energiemix behalten, wie es der Herr Wanicek auch geschrieben hat oder gesagt hat, weil es eben keine Superlösung gibt. Es gibt keine neuen Lösungen, es gibt nur den sinnvollen Energiemix. Und ich glaube, diese beiden Aussagen, sinnvoller Energiemix und CO2-Vermeidung, kann nicht das Dogma sein. Darauf sollten wir uns als Partei konzentrieren. Danke. Ja, vielen Dank. Als nächsten Redner haben wir... Vogel, ne? Wo ist das jetzt oben rechts? Der oben. Ja. Andreas haben wir, jetzt kommt Vogel. Okay. Ja, nächster Redner wäre der Herr Vogel aus ja. dem Landtag. Okay, danke schön. Kann man mich hören? Wunderbar. Okay, für die zwei, drei Leute, die mich noch nicht kennen, Nick Vogel, verkehrspolitischer Sprecher Nordrhein-Westfalen. Wir haben die ganze Zeit jetzt über Technik, über Chemie, über Praktikabilität geredet. Leider machen wir Politik und Politik läuft mal ein bisschen anders ab. Und jetzt in der ganz kurze der Zeit, regierungstragenden Fraktionen hier in Nordrhein-Westfalen, CDU, EU-Vorgaben sollen wir bis 2025 bei allen Neufahrzeugen, Bussen, die angeschafft werden oder Nutzfahrzeugen, eine Quote von 45% haben, 22,5% emissionsfrei, das heißt Elektro- oder Wasserstoffbusse, der Rest kann man sich noch wählen, E-Fuels oder Gas oder sonst was. Das ist bis 2025 schon eine sehr strenge EU-Vorgabe. Und die regierungstragenden Fraktionen haben jetzt durchgebracht, dass wir bis 2030 nur 45% Wasserstoff hier verwenden sollen. So, und jetzt fragt man sich, warum werden EU-Normen, die eh schon streng sind, ohne Not nochmal getoppt? Und dafür gibt es drei Gründe. Wir haben natürlich einmal diesen Höhenflug der Grünen jetzt sozusagen. Und die CDU möchte ja grüner als die Grünen werden. Der zweite Grund ist, Politik hat heute keine Nachhaltigkeit. Wir sehen das bei Covid. Das heißt, was 2030 ist, ist eigentlich relativ egal. Man wird sagen, man wird das Ganze nicht eingehalten haben. Und der dritte Punkt ist auch noch, dass man sich als Politiker, dass viele Politiker, die sich wenig mit der Materie auseinandersetzen, obwohl sie in irgendwelchen Ämtern sind, dass die manchmal nur den Hochglanzprospekten der Hersteller lauschen. Und das ist ein ganz interessantes Thema. Ich glaube, ich habe noch 10 Sekunden. Wir haben ja ganz kurz eben über die Luftfahrt gesprochen oder so. Es wird unglaublich viel Geld jetzt in elektrische Lufttaxis investiert und so weiter. Und man glaubt den Herstellern. Und wenn ich daran denke, dass die Firma Lilium beispielsweise, die sitzen auch hier in Deutschland, die sagen ganz braun, bis 2025 haben wir das Air-Taxi in den Städten, was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und das Problem ist, wenn sowas nur subventioniert wird, dann gibt es auch keine Konsequenzen aus der ganzen Sache. Erstaunlicherweise ist das kommunistische China da ein bisschen weiter. Und die gehen beispielsweise hin und gehen teilweise in die AGs. Also Yihong ist zum Beispiel ein Anbieter von Passagierdrohnen. Die haben den Fehler gemacht, auch viel zu viel versprochen. Und in Dubai wollten sie eigentlich 2019 schon diese Passagierdrohnen anbringen. Haben sie nicht die Lizenzen gekriegt und die Yihong-Aktien ist direkt um 67% abgestürzt. Mit anderen Worten, was wir machen müssen, ist immer im Hinterkopf haben, die Leute, die machen wahnsinnige politische Entscheidungen, weil sie die Konsequenzen nicht tragen müssen und weil es gerade um Wählerstimmen geht. Und das müssen wir im Hintergrund haben. Und da mit den Fakten immer vorzugehen, ist immer sehr schwer in der Politik. Und dementsprechend, ich sitze manchmal da und sage, es ist mir rational, nicht zu erklären, was für Entscheidungen getroffen werden. Aber es gibt auch keine Konsequenzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich würde das Wort gerne an den Herrn Mennerich geben, ja, der nächste richtig. Auf unserer Rednerliste. Ja. Okay. Dankeschön. Ich habe viel mehr Fragen, als jetzt in der Zeit möglich sind. Ich beschränke mich mal auf drei und unterstütze vorneweg auch schon mal die Statements, die gemacht worden sind zum Thema CO2. Ich finde es auch essentiell wichtig, so schwierig es auch ist, das in der politischen Diskussion mit einzubringen,
dass eben das CO2 nicht der entscheidende anthropogene Faktor beim Klimawandel ist und dementsprechend auch nicht zu verteufeln ist. Also an das Thema, so schwierig es ist, müssen wir irgendwie ran, weil es eben so grundsätzlich falsch ist. Nun zu meinen drei Fragen, die ich mal rausgepickt habe. Es wurde gesagt, dass die Brennstoffzelle, die ja nun insbesondere in unseren So-12er U-Booten seit einigen Jahren verwendet wird und auch mal hoch gepriesen worden ist, medial auch dort dazu geführt hat, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind. Ich habe jetzt in den Vorträgen was davon gehört, dass es mit Abnutzungserscheinungen oder Ähnlichem zu tun haben könnte. Ich wollte mal wissen, ob wir jetzt wissen, was da genau der Grund gewesen ist, dass diese Aggregate jetzt eben nicht mehr betrieben werden zurzeit. Das war Frage 1. Frage 2 war zu der Energiegesamtbedarfsmenge. Es wurde jetzt gesagt, 6500 Terawatt Primärenergiebedarf im Bereich von Wasserstoff in Deutschland notwendig. Jetzt weiß ich aus Hamburg, da hat man ja nun kürzlich unser modernstes Kohlekraftwerk beschlossen, Platz zu machen in Moorburg. Stattdessen plant die Stadt derzeit dort Europas größtes Wasserstoffwerk entstehen zu lassen, wie ich eben nochmal kontrolliert habe, mit einer prognostizierten Leistung von 100 Megawatt. Also grob überschlagen 1,5% des Bedarfs, der ja eben erzielt worden ist. Ich wollte fragen, ob solche oder ähnliche Projekte auch bundesweit sonst noch bekannt sind, dass auch anderswo noch sowas geplant wird. Ich sage mal, mit entsprechend 60 solcher Kraftwerke hätte man dann ja rein theoretisch den Wasserstoffbedarf gedeckt. Und die dritte Frage, was mir als, sage ich mal, begeistertem technischen Laien vor 10, 15 Jahren mal untergekommen ist, als ich durchs Internet gestöbert habe, waren Power-to-Gas- und Power-to-Liquid-Verfahren, die im Bereich Sachsen, ich meine Dresden oder Leipzig entwickelt worden sind, unter anderem von einer Firma namens Sunfire, wo dann mit modernen Elektrolyseverfahren nach Färber-Tropsch und ähnlichem leicht abgewandelt und neuen Filtersystemen aus der Schweiz eben mit den entsprechenden Energieverlusten, selbstverständlich, aber offensichtlich großindustriell interessante Verfahren entwickelt worden sind, um in mehreren Umwandlungsschritten aus Strom, dann eben Wasserstoff, Methan oder eben benzinähnliche Kraftstoffe oder sogar Kunststoffe, langkettige Kohlenwasserstoffmoleküle herzustellen, ob das in der Bundespolitik auch ein Thema ist oder ob es gegebenenfalls aus guten Gründen schon verworfen worden ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich würde zur Beantwortung der Fragen jetzt an mehrere Experten gehen. Herr Kühn ist der Erste, der antwortet auf das Thema U212. So, bin ich zu hören? Ich müsste frei. Ja, okay, wunderbar. Also, immer wenn die Bundesregierung uns eine Frage nicht beantworten will, dann klassifiziert sie das. Das kennen wir von der Eisenbahn, das kennen wir von BER. Da bestehen dann Betriebsgeheimnisse und diese Betriebsgeheimnisse sind so schwerwiegend, dass wir parlamentarisch dann nicht dahinter kommen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich versucht rauszukriegen, wie der Prozess bei dem Verschwinden dieser U-Boote stattgefunden hat. Und da gibt es ein Schema und das Schema ist, das U-Boot hat irgendwas, das U-Boot kommt in die Werft und das U-Boot kommt aus der Werft nicht mehr raus. Das heißt, offensichtlich sind die technischen Standards, die dort gesetzt wurden bei dem U-Boot, so, dass auch leichte technische Pannen, wie zum Beispiel das letzte, was in die Werft gegangen ist, das hatte also Bodenkontakt mit dem Höhenruder. Das ist was, was bei U-Boot-Fahrten, also ich will jetzt nicht sagen Tagesgeschäft ist, es ist schon eine Panne, aber es ist was, was also bei U-Booten regelmäßig stattfindet und herkömmliche U-Boote verlassen danach nach einer Reparatur von einem Monat die Werft wieder. So nicht bei diesem. Das heißt, die sind nicht auf lange Strecke angelegt. Es hat damals Lindegas also mit an diesen Wasserstoffkonstruktionen gebaut, aber auch die berufen sich auf Betriebsgeheimnisse. Also man kriegt jetzt nicht genau raus, an welcher Dichtung dort möglicherweise was ausgetreten ist oder nicht. Fakt ist, sobald das Ding in der Werft verschwindet, ist es dort auf Nimmerwiedersehen praktisch verschwunden. Mehr kann ich dazu leider nicht. Wir haken da nochmal nach, da kann man nochmal nachhaken, da kann man auch eine Geheimschutzstelle mal gucken. Ich sage jetzt mal zu, wir prüfen das nochmal. Ich möchte nochmal darauf verweisen, die U-Boote haben übrigens die unsagbar teuren Metallhydridspeicher. Die U-Boote haben keine Gasspeicher. Zumindest war das mein letzter Stand. Jetzt würde ich für die Beantwortung der Frage nach dem Wasserstoffbedarf das Wort an Herrn Dr. Kraft kurz geben. Ja, danke. 100 Megawatt ist nicht viel. Herr Dr. Kraft muss aber sein Mikro nochmal, wir haben hier leider immer das Problem. Ja, jetzt, okay, nochmal bitte wiederholen. Wunderbar. Wenn das Hamburg-Moorburg, das Kohlekraftwerk, durch eine 100 Megawatt Wasserstoffanlage ersetzt wird, ist das nicht viel. Der berechnete
provisorisch berechnete Wert von 600 Terawattstunden. Das sind ja Millionen Megawattstunden, wenn ich richtig gerechnet habe. Also nein, nicht mit 60 solcher Kleinstwasserstoffkraftwerke, wie sie in Hamburg geplant sind, wenn die überhaupt jemals diese Nennleistung erreichen, kann man nicht die Republik machen. Da muss man den Faktor noch von einer Million oder so noch mit hineinziehen. Wir reden hier von Terawattstunden und nicht von Megawattstunden. Ich wollte auch noch kurz die Frage vorhin beantworten, ob man auf biologische Energieträger umgehen kann. Da würde ich auf eine Studie der Leopoldina verweisen, die bereits vor mindestens 12 Jahren festgestellt hat, dass wenn wir sämtliche Ernteerträge aller deutschen landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Flächen in Energie umwandeln, dass wir dann mit gerade einmal 4% unseres Primärenergiebedarfs decken. Und das muss man auch der Bundesregierung immer vorwerfen, die auf Strategien zur Bioökonomie setzt, also dass man Stoffe und Ressourcen durch biologische Sachen ersetzt. So eine Bioökologisierung einer Industrienation kann nur dadurch funktionieren, dass ich massivste Biomasse aus dem Ausland importiere. Und da kann sich jeder ausrechnen, was das eben für die Natur und für die landwirtschaftlichen Flächen in Südamerika, in Afrika etc. bedeutet, wenn wir hier Biokolonialismus betreiben und deren Biomasse für unsere Energieerzeugung heranziehen. Danke. Ja, vielen Dank, Rainer. Ich komme dann zur letzten Beantwortung. Das wäre die Frage gewesen nach dem Power-to-Liquid-Verfahren, Power-to-Gas-Verfahren. Ich erteile das Wort Herrn Dr. Wanicek. Ja, ich denke, jetzt hören Sie mich. Ich möchte daran erinnern, dass Deutschland schon vor Jahrzehnten der Vorreiter war, um synthetischen Kraftstoff zu erzeugen. Das war das Fischer-Tropsch-Verfahren und das ist es auch heute noch. Das Fischer-Tropsch-Verfahren wird heute noch in Südafrika praktiziert. Dort wird Kohle verflüssigt und zu Benzin und Diesel umgearbeitet. Das ist natürlich kein Verfahren, das CO2-frei ist, aber es funktioniert. Ob es nun neue Projekte gibt, vor 2 Wochen hat Shell angekündigt, dass sie in der Nähe von Köln eine Anlage für synthetisches Kerosin bauen möchten. Shell hat aber auch angekündigt, dass man für den Bau dieser Anlage Subventionen benötigt. Es geht also wieder mal nicht darum, wirtschaftlich unsere Wirtschaft zu versorgen, sondern es geht darum, Gelder abzugreifen. Die EU ist wahnsinnig großzügig in diesem Zusammenhang. Aber zu der ganzen Diskussion Power to Gas möchte ich noch diese Folie zeigen. Ich hoffe, Sie sehen die. Hier sehen Sie den ganzen Verlauf, wie man aus elektrischem Strom dann Wasserstoff macht und den wieder zu Strom umwandelt. Es wird also im Laufe dieser Umwandlungen werden 3/4 der Energie vernichtet. Und das muss man sich einmal vorstellen. Ich glaube, es gibt keine Volkswirtschaft auf der Erde, die es sich leisten kann, wirklich 3/4 ihrer Energieerzeugung nutzlos verpuffen zu lassen. Und dieses Bild ist sehr optimistisch gerechnet. Das ist schon 2003 von einer Schweizer Ingenieurfirma gerechnet worden. Was da drin fehlt, sind beispielsweise bei der Verflüssigung die Boil-off-Verluste. Also das ist nur energetisch betrachtet, bleibt am Ende 1/4 der Energie übrig. Also es gibt nur einen Weg, wenn man Strom erzeugt, und Strom ist eine sehr kostbare Energie, weil sie sehr wenig Entropie enthält, diesen Strom auch direkt zu verwenden. Und wenn wir unsere öffentlichen Verkehrsbetriebe umstellen wollen, von Diesel, dann sehe ich da nur einen Weg, und das sind Oberleitungsbusse, die dann direkt den Strom aus dem Netz verwenden. Und auch für die Batteriefahrzeuge sehe ich in dem Zusammenhang keine Lösung. Wie schon erwähnt, wir werden einen flüssigen Treibstoff benötigen und wir werden, glaube ich, noch sehr, sehr lange Verbrennungsmotoren brauchen. Ja, vielen Dank. Das waren die technische Bewertung. Wir kommen nochmal, jetzt müssen Sie jetzt nochmal sehen, dass wir da das Layout umstellen, damit ich hier auch was sehe von dem ganzen, ja genau. Wir hatten eben noch eine Wortmeldung von Nick Vogel, die würde ich gerne noch aufgreifen.
Oder ist es ein Versehen? Ja, danke schön. Das ist jetzt auch eigentlich nur eine kurze und präzise Frage. Die habe ich gerade eben vergessen, weil ich unter Zeitdruck war. Ich habe in einigen Wissenschaftskanälen bei einigen Nerds sozusagen jetzt gesehen, dass man im Augenblick mit Salzkristallen experimentiert als Alternative für die Akkutechnik. Hat man da bisher was gehört? Ist das jetzt noch ganz weite Zukunftstechnologie oder hat da vielleicht irgendein Chemiker schon eine Einschätzung zu der Sache? Danke sehr. Da möchte, glaube ich, der Dr. Warnicek wieder darauf antworten. Ja, also Batterien werden immer auf der Basis der Elektrochemie funktionieren. Und in der elektrochemischen Spannungsreihe gibt es zwei Elemente. Das ist das Lithium, das die höchste positive Spannung hat. Und es gibt das Fluor, das die höchste niedrigste Spannung hat, negativ. Und dazwischen liegen 5 Volt. Und daran werden alle Wissenschaftler nichts ändern. Es ist kein Element bekannt, das eine höhere positive elektrochemische Spannung hat wie Lithium. Und es ist keins bekannt, das eine niedrige als Fluor hat. Also das wird das Maximum sein. Das werden 5 Volt sein, die man erzeugen wird. Ob das Kristalle sind oder ob das sonst irgendetwas ist, das ist völlig egal. Und was nun den Strom anbelangt, wir haben jetzt über die Spannung gesprochen, was den Strom anbelangt, wird es auch immer so sein, dass ein Lithiumatom ein Elektron abgeben kann. Und das werden auch ganz sicher nie mehr werden. Aus dem Grund ist auch der Strom begrenzt. Was man bei den Batterien noch machen kann, man kann das Diaphragma leichter machen, man kann die Umhüllung der Batterie leichter machen, man kann kleine Fortschritte erzielen, aber alle diese Meldungen, die immer wieder durch die Presse gehen, dass irgendjemand die Superbatterie erfunden hat, das ist ein Traum. Es wird immer elektrochemisch sein und da haben wir die Grenzen bereits ausgereizt. Okay. Okay, vielen Dank. Ich sehe noch eine weitere Frage bei Nick Vogel. Nein, sorry, ich bin eben rausgeschmissen. Okay. Ja, ich bedanke mich bei den Rednern und bei den Teilnehmern. Und ich möchte jetzt vielleicht zum Abschluss auch nochmal das zusammenfassen, was hier auch schon gesagt wurde. Wir haben hier ein politisches Projekt, das ist unsere AfD. Wir wollen uns der Energiepolitik natürlich hier entsprechend äußern in unserer AfD. Da haben wir ja Teilnehmer auch des Bundesfachausschusses hier dabei und auch der Landesfachausschüsse und natürlich auch entsprechende Vertreter aus den Parlamenten. Aber ich möchte jetzt nicht den Bogen spannen zu, wir haben die Antwort hier und heute schon gefunden. Das findet sicherlich in den Gremien statt. Wir wollten heute informieren über das über die technische Realisierung zum Thema Wasserstoff, mobile Anwendung von Wasserstoff. Wir wollten Argumentationshilfen geben, die den entsprechenden Teilnehmern dieser Sitzung und auch den eventuell späteren Zuschauern es ermöglichen, zu argumentieren in ihren entsprechenden Gremien, warum die AfD das Thema Wasserstoff sehr kritisch sieht, das Thema Wasserstoff sehr kritisch sieht. Ich denke, eins können wir zum heutigen Zeitpunkt festhalten. Die Wasserstoffwirtschaft, und das haben die ganzen Expertisen hier heute gezeigt, die uns vorgegaukelt wird als die Lösung aller energetischen Probleme, insbesondere im Verkehrsbereich, das ist ein Märchen, ein weit in die Zukunft reichendes Märchen. Und deshalb kann man es ja auch immer wieder erzählen seitens der Regierung. Und wir müssen dieses Märchen der realisierbaren Wasserstoffwirtschaft auf allen Ebenen, wo wir können, mit der Realität konfrontieren, mit der heute absehbaren Realität konfrontieren. Das ist das, was wir hier heute erzielen wollten, dass es eben nicht die Wunder- und Heilsversprechen gibt, die mit Wasserstoff realisiert werden können. Alles darüber hinausgehende, und da bitte ich einfach um Verständnis, wir sind hier, das war im Rahmen des Verkehrsausschusses heute hier, da hat sich es natürlich auch auf mobile Anwendungen fokussiert und eben weniger auf das Thema Wasserstoffenergieerzeugung und auch diese ganzen Abschätzungen, die wir gemacht haben, können ja nur ein erster Indikator sein. Also das war sehr wichtig, denke ich mal, dass wir dieses Zeichen setzen können. Es fehlt gerade am Beispiel der mobilen Anwendung an der Handhabbarkeit von dem Energieträger Wasserstoff. Und es ist momentan nicht erkennbar, wie die bestehenden chemischen und physikalischen
Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass Wasserstoff heute aus unserer Sicht völlig ausscheidet als die Lösung unserer Probleme, zumindest im großen Stil. Es ist nicht erkennbar, wie die Probleme, die es gibt, überwunden werden sollen. Wir müssen das Märchen der Regierung als Wasserstoffwirtschaft, als potenziell mögliche Wasserstoffwirtschaft enttarnen. Das war der Sinn der heutigen Runde. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme. Auch heute waren wir wieder experimentell unterwegs und haben hier ein neues Format versucht. Und ich bedanke mich auch bei der Technik, dass das so hervorragend schlussendlich geklappt hat. Wir werden hinterher die Schnittversion natürlich kürzen, um die kleinen Übergangsthemen, die wir hatten. Also wundern Sie sich nicht, wir werden da ein bisschen kreativ rausschneiden. Und bedanke mich aber bei allen Teilnehmern. Und wir schauen mal, wie der Zuspruch zu dieser Veranstaltung war. Wir sehen dann mal im Nachhinein, dass wir diese Sache natürlich auch auf der Fraktionsseite teilen. Sie können dann dieses geschnittene Video auch gerne in Ihren Kanälen teilen. Ich freue mich, dass so viele teilgenommen haben. Und ich kann versprechen, das war nicht die letzte Veranstaltung dieser Art. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer und Freunde, jetzt haben Sie dieses Video gesehen. Sie könnten sich Ihr eigenes Bild machen. Ich fasse es aber noch mal kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass ein großer Teil der Erkenntnis über Wasserstoff eben schon sehr viel älter ist. Wasserstoff ist schwer zu speichern, schwer zu transportieren. Das Handling mit Wasserstoff ist sehr kompliziert. Und immer wenn etwas sehr kompliziert ist, dann macht es den Umgang mit diesem Energieträger sehr teuer. Genau das ist das Problem mit Wasserstoff. Und darüber hinaus muss man sagen, dass gerade das Thema Luftfahrt und Wasserstoff auch in diesem Symposium ausführlich untersucht wurde. Da gibt es Beispiele aus der Realität. Und man hat aus gutem Grund die Verwendung von Wasserstoff im Luftfahrtbereich wieder eingestellt. Sehr schön fand ich auch die Kommentierung, wo man einfach mal die tatsächlichen Möglichkeiten der Wasserstoffwirtschaft dargestellt hat. Dass man gesehen hat, wie wäre es denn, wenn diese Geschichten tatsächlich wahr würden, dass Wasserstoff aus fernen Ländern zu uns transportiert werden kann. Und da müssen wir immer darauf achten, das hier sind Abschätzungen, die jedem Naturwissenschaftler heute klar sind. Und dann muss man sich fragen, mit welchem Grund wird so getan, als seien diese Probleme alle vernachlässigbar. Und das ist die eigentliche Frage, die Sie sich stellen müssen. Warum wird uns erzählt, eine Wasserstoffwirtschaft sei problemlos und ohne zentrale Nachteile möglich? Die Antwort dafür habe ich, weil niemand eine Antwort darauf hat, wie man momentan aus der Energiewende wieder rauskommt, ohne zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Und deshalb wird dieses Märchen von dem Wasserstoff, der morgen möglich ist und auf einmal funktionieren soll, obwohl er die letzten 50 Jahre nicht funktioniert hat, dieses Märchen wird uns allen erzählt. Tatsächlich ist es nichts weiter als eine Ausrede, eine Ablenkung, eine Nebelbombe, um hier von dem Thema der gescheiterten Energiewende abzulenken. Ja, das Thema Energiewende ist ein eigenes Thema. Heute ging es nur darum, den Wasserstoff als zukünftigen Energieträger etwas zu entzaubern. Wir sagen gar nicht, dass Wasserstoff keine Anwendung finden kann als Energieträger. Es ist nur sehr kompliziert, sehr teuer und sehr unsinnig. Und deshalb glauben wir nicht an den Wasserstoff. Das Gerede über Wasserstoff hat einen ganz anderen Grund. Den habe ich Ihnen gerade schon gesagt. Das ist die Verschleierung der gescheiterten Energiewende. Wir haben die Pflicht, Sie zu informieren. Bleiben Sie dran.